Damit moin moin und herzlich willkommen zurück bei Hardcore Colonization, nachdem ich mal eine Woche ausgesetzt habe und die Zeit einfach nur sinnlos verzockt habe. Ich gebe es ja ehrlich zu, was ich da getan habe, nämlich gespielt, gespielt und nochmal gespielt. Aber heute spielen wir hier weiter mit Hardcore Colonization und bevor wir loslegen, erstmal ein ganz liebes Hallo an Crazy, an Ludus, an Mickey, an Neo, an Nirax, an The Patch. An den Kalis, an Borki, an Lighthouse, den Lord Grimmisch, den. Jetzt bin ich abgerutscht in der Zeile. Den News Adi, Taffchen, Arnold, Nikolai und Meoran. Schön, dass ihr alle da seid. Und natürlich auch ein ganz liebes, herzlich Willkommen an alle. Ihr Lurk-Affin. Nachdem jetzt mit Captain Jean-Luc Picard oder auch Star Trek Picard die hochehrenvolle alte Männersendung für Star Trek an die Reihe gegangen ist, habe ich gedacht, ist jetzt der alte Mann von Kerbal Space Program auch mal wieder dran. Wir werden uns heute einem ungelösten Problem widmen müssen. Oh, irgendwas ist gerade passiert. Irgendwas mit einem Train. Es ging ganz schnell vorbei. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwas sagt der Chat. Ich weiß nicht, ich war 2 Wochen weg, was ist passiert auf Twitch? Erstmal ein ganz liebes Dankeschön an Carles für den Resub im 13. Monat, an Lord Grimmisch für den Resub im 20. Monat und Zermedis für den Resub im 23. Monat. Vielen lieben Dank an euch drei. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr weiterhin subbt, schön, dass es euch so viel Spaß macht und vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß. Beim Zugucken. Und sich mit Picard zu vergleichen, ist schon ganz schön abgehoben. Ich bitte dich, bin ich nicht auch ein Mann des Friedens und der Bildung? Ich möchte damit aber eher zum Ausdruck bringen, dass ich bisher alle, die es noch nicht geguckt haben, nur animieren kann, das mal zu tun. Ich gehöre ja zu der Generation, also mein Star Trek, mein jugendlichen Star Trek war The Next Generation. Also ich bin Generation Picard. Und ich finde die sehr, sehr schön. Ich habe auch Discovery geguckt, da war aber vieles sehr, sehr actionlastig und nicht mehr, vieles nicht mehr so ganz in dem eigentlichen Star Trek Spirit. Und ich bin bisher, mehr sage ich dazu auch gar nicht, weil Spoiler Alert und so. Discovery, nominal Miko, Ohms One, not required. Ich bin bisher sehr positiv angetan. Ich habe jetzt 2 Folgen von Star Trek Picard gesehen. Das wird, glaube ich, eine Serie, die mir sehr viel Spaß machen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Oha, irgendwas ist passiert. Irgendeine Stufe 1 haben. Was für eine Stufe 1? Oh Gott, ich bin so schlecht mit diesem Streamer-Ding. Aber Arnold, vielen lieben Dank für 100 Bits und für Stufe 1 von irgendwas. A Hype Train. Okay. Ja, ihr wisst bestimmt besser, was das macht als ich. Abonniere für Schenkerhauser. Ja, cool. Yay. Tschu-tschu. So, was wollen wir heute machen? Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich eine Eve-Mission verkackt habe. Ich muss da nämlich noch. Ich habe Eve-Probes angenommen. Eve-Probes gibt mir ganz viel Bonus auf Milestones rund um Eve. Dafür muss ich aber erfolgreich. Wo ist es? Auf 3 verschiedenen Biomen von Eve-Probes landen. Das habe ich das letzte Mal. Umschreiben wir es mal folgendermaßen: knapp nicht geschafft. Ich habe alle 4 Probes zersägt auf dem Weg nach unten und habe es so richtig kaputt gemacht. Und wir müssten jetzt nochmal was bauen, was im nächsten Anflug eventuell einen Wiedereintritt auf Eve überlebt. Also nicht eventuell, sondern wir sollten es wirklich, wirklich schaffen, weil ich kann das, wenn ich es abbreche, brauche ich erstmal 2 Millionen Puffer. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Damit ich das überhaupt bezahlen kann. Crazy Hugo, vielen lieben Dank für den Resub. Dinge passieren. Crazy im 23. Monat, der Hugo im 7. und. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Stop it, please. Please stop it. Markuskraft hat auch das erste Mal einen Sub reingehauen. Vielen lieben Dank, ihr kleinen Zugfahrer. Chuchu, irgendwas mit 83%. Ich weiß nicht, was bei Level 2 vom Hype Train passiert, deshalb kann ich euch das nicht beantworten, aber vielen lieben Dank für eure Subs. Es ist das erste Mal für mich. Ich weiß nicht, dieses Twitch macht immer Sachen, wenn ich mal 2 Wochen weg bin und dann passieren Dinge, wenn ich wiederkomme und. Okay, und was passiert dann, Arnold? So, was habe ich verpasst?
Zeolin, hallo und tschüss wieder. Bis später. Hi Sheep, dich habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, entsprechend werden wir uns heute mal ein bisschen in der FAB eingraben und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Testflug machen. Also wir werden das an Kerbin testen, weil ich hoffe, wenn wir das ausgiebig testen, dann, also wenn wir es hier an Kerbin wirklich gut hinbekommen und ich würde sehr hohe Wiedereintritte fliegen, dann sollte das auch gut genug sein, um auf Eve zumindest eine Chance zu haben. So. Lasst es uns ausprobieren. Lasst es uns ausprobieren. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Arnold, danke nochmal für 79 Bits und der Sulan haut den dritten Monat rein. Dankeschön, Sulan, und ganz herzlich willkommen aus der Holzklasse in der Bronzeklasse. Bronzerakete. Wupp, wupp. Und der Luca haut auch nochmal 50 Bits hinterher. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wo das Feature herkommt, aber lasst euch nicht zu sehr dadurch animieren. Alles ist cool. Ruhig, ruhig. Wir bauen jetzt ein paar Raketen, damit ihr wieder, ne, einen ruhigen, guten Puls bekommt. Einverstanden? Also, wir gucken uns mal das Design der letzten Eve-Probes an, falls ich das noch laden kann. So ein paar Craft-Files scheint es mir irgendwie zerrissen zu haben beim Upgrade. Das kann man auch ausstellen. Ja. Will do, danke. Ich wusste nicht, dass es an ist. Übersehen. Laden. Zumindest hat es das bisher noch nie gemacht. So, Eve. Ja, irgendwas ist damit drin gewesen. Ich vermute, das ist die Eve-Mission. Aber ist im Prinzip egal. Wir sollten uns von dem Design vielleicht auch nicht zu sehr beeinflussen lassen. Wir sind auf Version 1.8.1 mittlerweile, Lord Grimmisch. Das ist eine 1.8.1er-Version. Dadurch hat es mir ein paar Sachen hat's zerdengelt, war bei mir aber nichts allzu Kritisches. Ich kann aber manche Sachen halt einfach nicht laden. Aber es ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Lasst uns damit anfangen, dass wir, ich glaube, erst die Probe bauen. Ich glaube, wir bauen erst die Probe. Wenn wir was haben, womit wir zufrieden sind, hätte ich gesagt, kümmern wir uns dann um den Träger. Ich habe es letztes Mal andersrum gebaut. Ich glaube, da habe ich erst den Träger gebaut und mich dann so nach und nach um das Thema der Probe gekümmert. Erfahrungsgemäß lief das nur so mittelgut. Nur so mittelgut. Deshalb machen wir das diesmal ein bisschen anders. So. Und ich glaube, der hier kann relativ viele Manöver, ne? Ja. Ah, das. Und ich glaube, das Format ist auch nicht schlecht, so ein bisschen was Größeres zu haben. Genau, also wir werden das auf den hier aufsetzen und wir nennen es die Eve Probe 2.0. Für alle von euch, die besorgt sind, ich habe hier irgendwo auch einen Knopf. Da. Den seht ihr nicht, aber ich habe ihn trotzdem. Wir haben noch Zeit. Ein Jahr und 35 Tage. Also, bevor wir dorthin fliegen, werden wir noch von Duna potenziell nach Kerbin starten. Ah, die Duna-Return-Geschichte, ne? Das sollten wir uns auch nochmal angucken. Bevor wir. Lasst uns kurz da mal hingucken. Ich habe mir das immer noch nicht angeschaut, wo wir da eigentlich stehen. Wir haben irgendwas bei Duna und ich hatte auch irgendeinen Auftrag, den ich da noch. Science Data vom Space Run. Lass uns das kurz erledigen, dann bauen wir hier weiter. Das will ich aus meinem Kopf raus haben. Override. So. Ah, Close Alarm Details. Alarmglocke zu. Weil dann haben wir ein bisschen Kohle, ein bisschen Science und ich habe nochmal für mich so ein bisschen abgerufen, wo wir mit dem Duna-Geraffel stehen. Ob wir überhaupt eine reelle Chance haben, das nach Hause zu bringen. Vielleicht ist es auch beim. Ich war da noch gar nicht nach dem Update. Vielleicht ist auch die Probe durchs Update kaputt gegangen. Was ich nicht hoffe. Die war eigentlich noch da. Ich hatte sie noch gesehen. Und guten Abend an Grebo und den Walz von The Falls. So, irgendwas mit Duna. Da. Also es scheint noch da zu sein. Oh, guck mal, wir haben auch immer noch einen Länder.
bin so stolz auf mich. Duna Mission Probe. Ich glaube, das ist die tatsächliche... jetzt ist sie verschwunden. Das ist aber, glaube ich, die tatsächliche Probe. Ich glaube, wir hatten die hier geparkt, ne? Lass uns das mal fliegen. Ich glaube, das ist die große. Und Diviko, vielen lieben Dank fürs halbe Jahr und ganz herzlich willkommen in der Silber? Ich glaube, 6 Monate ist Silber. Oder ist 9 Monate Silber? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ist das die große Probe? War das die große? Nee, das war so eine kleine Landeprobe, ne? 325 Delta V. Okay. Die guckt hier rum, die relayt darüber. Dann ist das doch die große. Also das hier ist eher sowas wie der... Wow, das sieht auch schön aus, ne? Oh, ich habe einen Level 2 Hype Train Emote erhalten. Ist das ein Zug? Ah ja, also es scheint einen Zug zu geben. Das habt ihr sehr gut gemacht. Wir haben irgendwas mit Zügen gekriegt. Vielen lieben Dank an alle, die Züge freigeschaltet haben. Ich hatte das auch noch nicht. Ist mein erster Zug. Hab das auch als Zuschauer noch nirgendwo gesehen. Also ich vermute, man kriegt dann irgendwie einmalig in so einem Kanal so Sachen. Sind hier noch Wissenschaftssachen drin? So, jetzt mal weg von den Sachen hin zu... Wo stehen wir eigentlich? Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Hatten wir die Sachen rausgenommen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das sieht aber ziemlich leer aus. Das sieht alles ziemlich leer aus. Hier überhaupt nichts mehr drin. Okay, dann gehen wir doch mal rüber zu seinem Relay. Das müsste ja dann der große Orbiter tatsächlich sein. Die, die da mitmachen. Also auf jeden Fall habt ihr mir auch was gegeben. Ich habe da auch eine Nachricht, dass ich das gekriegt habe. Also vielen lieben Dank. Kann ich jetzt... Ich mag Züge. Eigentlich mag ich Raumschiffe. Das war gelogen. Das war richtig gelogen. Apropos Züge, apropos Raumschiffe. Ganz, ganz schlechter Hook. Ich bin gestern Tesla gefahren. Ich habe gestern zusammen mit meiner Frau einen Tag lang ein... Ist das Gewitter auf Duna? Da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Das glaube ich Ihnen nicht. Wir haben uns gestern ein Model 3 ausgeliehen als Leihwagen und sind den ganzen Tag rumgefahren. Sehr cooles Auto. Sehr, sehr cooles Auto. Also eigentlich ist es eher ein iPhone mit 4 Rädern. Gefühlt. Mit Auto hat es relativ wenig zu tun. Okay, aber das Raumschiff funktioniert. Wir haben 1756 Meter pro Sekunde. Das müsste... Ich guck mal auf den magischen Delta-V-Chart. Das müsste theoretisch reichen, um den Weg zurückzufinden. Wir sind schon im exzentrischen Orbit. 250, 130. Dann bauen wir ein Raumschiffzugsdings. Das reicht. Also potenziell können wir das Sample Return. Potenziell können wir das. Hier ist auch Stuff dran. Ich hatte da auch irgendwo ein Hitzeschild zwischengebaut, ne? Ja, Hitzeschild ist auch dran. Es spricht prinzipiell... Hier war doch so ein Kollektor mit drin, oder? Ich recht im Sinne. Hat ich diesen Hohlraum doch genutzt, ja. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Review Stored Data. Jetzt machen wir mal einmal. Was ist hier? Contract Science Data from Surface of the Moon. Herzlichen Glückwunsch. Ich will auch was anderes machen. Ich will Science Data from Surface, from Space Around Duna. Wir sind voll aufgeladen. Log Imaging Data. Wir senden das einfach mal. Die muss ja nichts wert sein. Also wir haben es zurückgegeben tatsächlich. Sonst würde ich jetzt, glaube ich, immer noch im Auto in der Gegend rumfahren. War sehr interessant, muss ich sagen. Also für mich war das so ein bisschen auf der Autoebene, also nicht falsch verstehen. Auf der Autoebene war das so ein bisschen, als ob ich nach einem Handy das erste Mal ein Smartphone in der Hand hatte. So ein bisschen dieser Umstieg war das. Also es ist in meiner Wahrnehmung
Und das meine ich nicht negativ, im Gegenteil, ich meine das super positiv, war das weniger ein Auto mit coolen technischen Spielereien als eher, naja, ein modernes Smartphone mit, das zufällig halt auch noch Räder, Dach, Scheinwerfer und einen Motor hat. Ja, sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall, und ganz anders als ein, ich sag mal, klassisches Auto. Und will es, glaube ich, auch gar nicht sein. Erschreckend groß. Also ich war fasziniert bei der Länge Auto. Das ist jetzt auch nicht so riesengroß. Ich habe es nicht ausgemessen, aber es ist nicht riesig groß. Es ist halt so ein Mittelklassewagen von der Größe her. Was ich faszinierend fand, ist, man konnte vorne und hinten total bequem sitzen. Also so, wirklich noch mit so einem Stück Platz hier zur. Also ich bin 1,80 groß. Mit so einem Stück Platz zur Rückenlehne des Fahrers davor. Und hat trotzdem einen riesen Kofferraum. Also man merkt schon, dass da kein Motor und sowas drin ist, der den Platz wegnimmt. Das hat mich schon fasziniert, muss ich sagen. Also Respekt auf jeden Fall, was sie da an Ingenieurskunst abgeliefert haben. Das hat mich sehr positiv überrascht. Auch dieses Aufladen an so einem Supercharger ist relativ nett. Da ist Twitch drauf auf dem Auto. Ich habe dann einfach, KS, ich habe mir auch ein Foto in Discord gepostet. Ich habe dann einfach ein bisschen KSP geguckt, während ich gewartet habe, dass das Auto wieder auflädt. Ja, kein Motor stimmt nicht ganz. Da ist kein Verbrennungsmotor drin. Und so ein Elektromotor ist halt sehr viel kompakter. Und nimmt natürlich dann sehr viel weniger Platz weg. Also so gesehen hast du natürlich recht. Ich bezog mich hierbei auf einen Verbrennermotor. Okay, das sieht gut aus. Das haben wir erledigt. Dann können wir uns eigentlich mit gutem Gewissen dem Bauen widmen, würde ich sagen. Ne? Dunasteine haben wir nicht. Und das sieht alles okayisch aus in meiner Welt. Kann ich die Kralle wieder einfahren? Irgendwas ist da. Da hängt noch eine Zweitkralle. Keine Ahnung. Wie weit bin ich mit der Ladung? Wir haben den nicht komplett leer gefahren. Wir wollten unbedingt das mit dem Laden mal probieren. Also wir sind an den Supercharger ran mit 60, 64% Ladung. Wir sind mit 80% Ladung los. Was sind wir gefahren? Wir sind von 80% auf 64% mit so, das werden es gewesen sein, 100, 110, 120 Kilometern. Klima an, viel Autobahn. Nachdem meine Frau dann am Steuer saß, durchaus auch einige Male mit Nahtoderfahrung sehr schnell. Also damit meine ich nicht, dass sie schlecht fährt, damit meine ich, dass ich habe das auf lässig geschaltet und bin entspannt gefahren. Meine Frau, den ersten Knopf, den sie gesucht hat, war Sportmodus. Und als sie dann das erste Mal ansetzte, den LKW auf der Autobahn zu überholen, naja, sagen wir, ich schlafe heute Nacht vielleicht nicht gut. Ich habe immer noch eine Beule am Hinterkopf. Ja, da war der Verbrauch dann auch ein bisschen höher. Hundert Kilometer mit 16% Ladung, ungefähr, oder? Nee, 16% kann es ja nicht gewesen sein, oder? Aber so ungefähr 60. Also 20% Ladung. 100 plus minus bisschen. Ungefähr. Also lass es vielleicht 20 Kilometer weniger gewesen sein oder sowas. Das kann natürlich sein. Aber also ich bin relativ Zutsche und ein Großteil der Zeit ist meine Frau auch relativ Zutsche gefahren. Und man muss der Fairness aber dazu sagen, wir haben dann viel mit diesem Autopilot rumgespielt, also mit diesem auf der LKW-Spur einfach reinhängen, weil um Hamburg rum ist Autobahn eher so das, was ihr als Stadtfahren kennt. Und das zieht sich ein bisschen, um es mal so zu formulieren. Wir können das mal rekapitulieren. Was ist denn die Kilometer? Wir sind von Hamburg aus dem Zentrum bis Hennstedt-Ulzburg. Das sind so 30, 35 Kilometer, hätte ich gesagt.
Da sind wir dann umgedreht, zurück durch Hamburg, auf die Südseite Hamburgs. Also es müssen ja mindestens dann nochmal 35 Kilometer gewesen sein. Vielleicht waren es auch nur 90 oder 80 Kilometer, aber irgendwo so in dem Dreh. Ja. Aber wenn man schnell fährt, dann geht der Strom ganz schnell raus. Und wir sind halt echt viel langsam. Das, was man normalerweise als langsam fahren interpretieren würde, weil... Ich normalerweise halt auch eher gechillt fahre auf der Autobahn. Wie gesagt, aber meine Frau hat das durchaus mal ausprobiert. Ist interessant auf jeden Fall, so ein Auto. Es hämmert einen doch ganz schön in den Sitz rein, wenn man möchte. Wenn man möchte. So, wir gehen jetzt basteln, hatten wir gesagt. Nee, fand ich wirklich interessant. Also, sehr beliebtes Feature bei meiner Frau war auch, den Blinker auf Furzmodus umzustellen. Natürlich. Das hat auf jeden Fall für nicht ganz unmassive Erheiterung gesorgt. Bei meiner Frau, ich habe da natürlich drüber gestanden. Ja. Nee, war interessant. War interessant. Man lässt dir die erste SpaceX Falcon. Wann legst du dir die erste zu? Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also, ich möchte jetzt. Achtung, Achtung, das ist wirklich nicht als bitte tut es nicht. Ja, auch wenn jetzt gerade jemand irgendwie die 5 Euro locker sitzen hat oder so, bitte tut das nicht, das ist kein Sub-In. Aber da müssen wir den Hype-Train echt weit fahren, bis ich mir eine Falcon 9 mal bestellen kann. Ich habe gehört, die kosten so 60 Millionen. Please don't do. Please don't do. Robert hat Frau Wintermänzer die Hose an. Jein. Also gleichberechtigt, ja, aber tatsächlich hatten wir. Das vor allen Dingen deswegen gemacht, damit meine Frau auch mal Elektroauto fahren kann. Ich hatte ja schon mal, ich hatte euch das auch erzählt, glaube ich, einen Nissan Leaf 2 Probe gefahren. Also ich kannte dieses ganze Elektroauto und so weiter, kannte ich schon ganz gut. Und meine Frau ist nur mitgefahren bei dem Nissan Leaf, weil den mochte sie halt einfach als Fahrzeug eher nicht so. Und ich hätte schon gerne ein Elektroauto als nächstes Auto. Und irgendwann sagte meine Frau, also waren wir dann mal in einem Tesla-Store gewesen, vor Monaten schon. Und da sagte sie halt, dass sie den Model 3 von der Designsprache. Meine Frau hat so ein bisschen so einen Scandi-Einrichtungsfetisch mit so. Oh, ich habe gerade richtig Packet Drops. Ich hoffe, das fängt sich gleich. Wie soll ich das sagen? Mit so Scandi-Einrichtungsstuff, ich bin da auch nicht so drin, wäre ich nicht mit meiner Frau verheiratet, basiert halt darauf, dass du viele Sachen sehr aufgeräumt, sehr clean machst. Und das Design vom Model 3 hat sie halt sehr angesprochen, weil halt einfach nichts mehr drin ist. Und da hatte ich gesagt, wir machen mal irgendwann eine Probefahrt, vielleicht gefällt dir das ja. So, und dann haben wir lange geguckt und irgendwie Probefahrt für ein Model 3 kannst du halt nicht überall machen. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir leihen uns jetzt einfach mal einen als Mietwagen übers Wochenende aus. Also, übers Wochenende, nur Samstag. Ja, und jetzt hat sie halt sehr viel mehr gefahren als ich, mit voller Absicht. Das war auch so geplant. Damit sie sich einfach auch mal daran gewöhnen kann, wie das ist, nicht mit Schaltung zu fahren. Aber auch nicht direkt Automatik, ist es ja auch nochmal ein bisschen anders. Und halt auch einfach, wie sich ein Elektrowagen fährt. Wie gesagt, in dem Moment, wo sie irgendwie gemeint hat, dass wir hinter dem LKW jetzt rausziehen zum Überholen und sie auf Sportmodus einen Kickdown gemacht hat, habe ich es für einen kurzen Moment bereut, weil ich da so, da huschte so mein Leben mit gefühlten 200 km/h an mir vorbei. Aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. So. Probe bauen. Keep it simple, stupid. Wir brauchen was, was durch die Atmosphäre durchgeht. Auch im Plasma Blackout, also sich selber steuern kann, deshalb der etwas Advanced Probe Core. Und dann eine halbwegs kontrollierte Landung hinlegt. Halbwegs. So. Sulan, zu deiner Frage noch, wirst du die Lego ISS von Lego im Streamer bauen? Bestimmt, die ist auch nicht so groß. Ich muss mir die dann mal kaufen und ich habe ja auch noch vom lieben Euphor hier einen Shuttle-Bausatz liegen. Der ist auch nicht so groß. Und ich denke, da werde ich irgendwann mal so einen Kombi-Stream machen, wo ich beides baue. Das Shuttle ist leider halt in einer anderen Größe, aber irgendwas ist ja immer.
Weil ich glaube, nur die ISS wird ein bisschen kurzer Stream. So, jetzt bauen wir aber mal. Was ich überlegt hatte, war, um diese Problematik zu vermeiden, die ich das letzte Mal hatte, diesmal einfach in beide Richtungen tatsächlich mit Heat Shields zu arbeiten. Das war so ein bisschen meine Idee. Also ich zeige euch mal, wo ich anfangen würde und dann konzipieren wir uns mal so ein bisschen durch. Also ich würde auf jeden Fall einen Inline Stabilizer nehmen, damit wir ein bisschen gegenhalten können. Das Com-Netzwerk werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Da hängt auch schon ein bisschen was. Glaube ich. So. Und wir werden obendrauf auf jeden Fall einen Heatshield packen. So. Und die Idee ist natürlich, unten auch noch einen Heatshield zu haben. Aber bevor wir das tun, geht es darum... Verlegen wir die Batterien vielleicht nach innen oder nicht? Das ist klein. Das ist der, ne? So, der hat 1000. 1000. 1000 Charge ist auch gar nicht schlecht. Wir machen mal 2000 draus. Ich habe schon kürzere Curves. Hallo? Hallo? Naja, was wird die ISS an Bauzeit brauchen? So viele Bauteile hatte die nicht, oder? Was hat die an Teilen? 1000? Nee, nicht mal, oder? Das ist, glaube ich, so ein unter 1000 Teile Bausatz. Also ich war überrascht, wie klein er dann ist. Mit einer Hand. Hinterm Rücken mit Augen verbunden. Ich würde tatsächlich einen kleinen Universal Storage Core setzen. Vorbei ist das dann, ne? 850 Bauteile. Ja. Also halb so viel grob wie die. Saturn 5. Okay. Jetzt schauen wir doch mal, was wir alles brauchen. Also, wir brauchen Materials Bay. Atmospheric Science macht total Sinn. Atmospheric Fluid Spektrometer macht auch total Sinn. Advanced Goo macht auch total Sinn. Magnetometer Boom macht Sinn. Fuel Cell, ja. Ist wahrscheinlich nicht ganz doof. Überlegen, ob sie wirklich braucht. Aber sie schadet halt auch nicht, ne? Die ist aber groß. Geht das denn rein? Das sieht irgendwie nicht so aus, als ob die... Viel guten Willen. Aktuell Frame Drops. Ah ja, die Leitung schwankt wieder sehr stark, ja. Aber das hatte sich angedeutet. Ich hatte es auch im Discord geschrieben. Kurz bevor der Streamstart war, ist bei mir leider irgendwie auch das Internet einmal komplett ausgefallen. Und seitdem so mitteldurchwachsen. Also sagt mir einfach Bescheid, wenn es zu schlimm wird. Ich wollte jetzt aber nicht direkt abbrechen, deswegen. Das wäre ein bisschen schade gewesen irgendwie.
So, die Fuel Cell haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch Oxygen und Hydrogen. Hydrogen. So. Das. Was ich gerade noch so ein bisschen überlege. Okay, solange es noch geht, ist in Ordnung. Was ich aktuell noch überlege, ist so ein bisschen, wie wir mit der Antennensituation umgehen. 500k direkt macht die Antenne. Das Ding hat eine eingebaute 5k Antenne. Okay. Die Frage ist, ob wir so ein bisschen einfach eine abgeschirmte Antenne hier reinbauen. Wie hoch ist die Atmosphärenhöhe auf Eve? Das war relativ hoch, ne? 80? Stadtbild bei der Facecam gibt es auch so. Ich bitte dich. Das macht mich auch traurig, wenn du sowas sagst. So, wenn wir die vielleicht ein bisschen größer machen. Ich würde sie halt gern ohne Klippen hier reinbekommen. Das sieht bisher ganz gut aus. Ich würde jetzt ein bisschen nach vorne noch verschieben. Guck mal. Dann haben wir hier etwas, was ich als nicht geklippte Antenne hinter einer zugeben, hinter einer Ummantelung werten würde. Aber dann haben wir eine Antenne erstmal. Und hätten dann für später, wenn wir unten gelandet sind, natürlich erst eine Antenne, die wir einmal rauspacken können. Holy shit. Das ist vielleicht ein bisschen vieles gut, oder? Ja. Ich müsste gehen, oder? Laut Wiki sind es 90, okay. So, was sagt die Antenne jetzt? Die Antenne sagt perfekto, ist nicht reingeklippt. Wartet quasi hinter der Wand. Lässt sich dann ausfahren. Das sieht doch schon mal gut aus. Bis nach Kerbin? Nee, bis nach Kerbin reicht die nicht aus. Das geht auf jeden Fall über ein Relay. So. Fuel Cell. Das heißt, wir haben unabhängigen Strom, den wir einschalten können für den Wiedereintritt. Seht ihr? Solar brauchen wir noch gleich. Uns jetzt überlegen, was Flaches. Obwohl es uns eigentlich auch egal sein könnte, ne? Mit einer Fuel Cell und 2000 Batterien.
von Entfaltungstechnik her gar nicht schlecht. Wir müssten es halt, wenn es kein Clipping-Unfall werden soll, irgendwie so seitlich setzen. Aber lass uns mal gucken. Das könnte tatsächlich super gut an diesen Tank passen. MJ, hi. So. Die Animationssequenz ist jetzt ein bisschen schnell. Aber guck mal, das fährt erst raus, dann klappt's aus. Klappt ein, fährt rein. Zack. Und das passt genau um die Sachen rum, oder? Ja, ein bisschen tiefer müsste es noch. Aber wir sind fast. Fast clippingfrei. Massi, vielen lieben Dank für den Resub und das Jahr ist voll. Also ganz herzlich willkommen in der goldene Raketenklasse. Träger von die goldene Subrakete. Dankeschön. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ist eine One-Way-Zelle? Ja, ist okay. Die Dinger starten auch nie wieder. Die fliegen nicht zurück. Die Satelliten, die bleiben da stehen. Tatsächlich. Also One-Way. One-Way is very much the spirit of the mission. Das war schon neulich voll. Oh ja. Vielleicht warst du ja neulich voll. Was? Immer mal wieder das gleiche, Basti. Stimmt, da hat man noch über Griechen und Treffen und Essen und so philosophiert. Zack. Das nehmen wir einfach so. Alles super. So, passt hier auch noch eins ran. Also, sagen wir jetzt einfach mal, da wäre noch ein Heatshield dran. Tada! So, jetzt müssen wir natürlich uns nochmal dafür entscheiden, dass hier irgendwo oben und unten sein muss. Oben, unten. Jetzt kommen wir zum Thema Hitzebeständigkeit. Also, Batterien haben eine Hitzebeständigkeit von 2000 Grad Kelvin steht da. Der auch. Okay. Gute Sache ist dann also. Was hat der? Huch, beigeklickt. Auch 2000. Dann könnten wir doch. Die Batzerin gut im Gewissen nach unten verlagern. So, dann haben wir 2000 Grad Beständigkeit oben und unten. Ja, Entschuldigung, Kelvin. Einfach nur Kelvin ist richtiger. Jetzt kommt die Frage, was machen wir mit den Fallschirmen und wie viel Hitze können die ab? Das Ding kann auch 2000, okay. So, unsere Kapsel wiegt jetzt gerade 2 Tonnen. Dann wäre der Vorschlag zu sagen, wir machen einmal Fallschirm hier. Und einmal Fallschirme versetzt hier. Mit der Idee zu sagen, dass das hier
Ach so, Bremsfallschirm ist nochmal ein bisschen anders. Da ist auch ein ganz hässlicher Grafikbug zu erkennen. Was soll das Ding tun? Genau, eine Eve-Probe soll das werden. Da haben wir die Dinger. Ich weiß halt nicht, ob ich mich traue, die Teile. Also das Inline-Ding ist, glaube ich, schon mal keine schlechte Idee. Auch wenn es irgendwie komisch rumgenupsiert hat gerade. Ich muss das mal ein bisschen... Jetzt tut es das nicht mehr. Ich lieber in meinem aktuellen Job arbeiten in der Raumfahrt. In deinem gelernten Job. Das ist eine gute Frage. Ich bin ein großer Vertreter des auf der anderen Seite des Sounds sieht die Wiese immer grüner aus Syndroms. Also jetzt einfach so aus dem Bauch rausgeschossen, wie ich sage, ah, Raumfahrt wäre richtig cool. Aber ich glaube, es wird dadurch zum Job und dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Also ich glaube, ich würde das hier nicht machen, wenn es mein Job wäre. Von daher bin ich, glaube ich, ganz froh, dass es so rum ist, wie es ist, wenn ich da länger als eine Minute drüber nachdenke. Und so Landebeine. Landebeine wird ein Problem. Beine wird ein richtiges Problem. Oh, 2600. Leute, habt ihr auch gerade 2600 Grad oder, Entschuldigung, 2600 Kelvin gelesen? Ein Hohlraumteil, in das wir Dinge bauen können. Mit einer hohen Hitzebeständigkeit. Das schreit ja eigentlich danach, es oben und unten hinzubauen. Das wäre nämlich hier tatsächlich die Lösung für meine Dropshoots. Glaube ich. Mal drei Drogshoots, auf die wir erstmal einen Deckel drauf machen. Pop. Und dann hätten wir unten Platz für Landebeine, Leute. Da hätten wir Platz für Landebeine. Da waren sie mir meine drei Probleme. Irgend so eine Art Mittelbalken, ne? An dem wir das festmachen. Das ist zu klein. Moin, everyone. Nimmstrat ist die. Ja, kommt der Sache langsam näher.
Das könnte sein. Stellt die sich nicht quer in der Atmosphäre? Die Hoffnung wäre das nicht. Also sie hat ja auch ein bisschen Unterstützung durch den Inline-Stabilizer. Und gewichtsmäßig liegt sie eher hier oben, ne? Also eigentlich müsste sie... mit dem schwereren Teil vorangehen. Das ist aber eine berechtigte Frage, aber das werden wir ja testen. Who knows? Ah, da funktioniert das wieder nicht, ne? Meine relativ gute Idee ist gar nicht so gut, stelle ich gerade fest. Weil meine Füßlein rausgucken. Das ist ja ärgerlich. Das ist auch relativ hoch, ne? Ich hatte jetzt gerade noch überlegt, ob man mit Robotics nicht so einen Ausfahrmechanismus macht. Aber dieses sehr enge Gestell... ich weiß gar nicht, ob uns das wirklich hilft. Oder ob wir einfach damit leben... einfach damit leben, dass es so ist. Ein Service-Module gibt es nicht für 1,25er Durchmesser, oder? Ich strebe dann die Beine und dann die Röhre. Die Röhre an sich, jetzt das jetzt oben ran zu pinnen, ist nicht das Problem. Das Ding hätte zwar eine hohe Temperaturtoleranz, aber das Problem ist, dass die dann mir die Hitze nach innen wieder übertragen. Also so schön die von der Idee her jetzt erstmal klingen im ersten Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob die Temperatur reicht. Und selbst wenn, ob die mir dann nicht die Hitze auf das Raumschiff nach innen übertragen.
Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir es nicht einfach erstmal ohne probieren. Die Kiste mal ganz bewusst. So lassen. So. Dann spielen wir mit dem Teil mal sehr heißer Eintritt. Was haltet ihr davon? Mal gucken, wie gut es funktioniert. Schönen guten Abend hast du. So. Vorne machen wir einen Pönübel drauf, dass die uns nicht schon beim Abflug verglüht. Zack. Ba, 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 ba. Big Bo, vielen lieben Dank für den Resub im 27. Monat. Dankeschön, weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, und dann packen wir da unten drunter jetzt einfach. Ich fange erstmal ganz simple, stupid an. Reicht uns der? Ja, für den ersten Lauf ist das völlig in Ordnung. Also, erster Testlauf. Erster Testlauf für die Eve Probe. Gucken, ob das so funktioniert. Lasst es uns probieren. Ein Plan wäre jetzt quasi zu sagen, wir schießen das Ding einfach ziemlich senkrecht nach oben, lassen die weit aus der Atmosphäre rausgehen, vielleicht einen kleinen Tick irgendwie seitlich. Konfigurieren Sie dann für den Wiedereintritt und lassen Sie mal machen, um einfach erstmal zu gucken, wie so die aerodynamischen Eigenschaften sind, weil alles, was jetzt schon nicht funktioniert, wird in Eve noch viel schlimmer werden. Das heißt, wenn wir sie nicht durch die Körbinatmosphäre durchbekommen, im allerersten Flug, das ist ja jetzt noch nicht mal mit Orbitalgeschwindigkeit. Das wird später auch nicht funktionieren. Jetzt kriegen wir den Test noch relativ preiswert. Relativ. In diesem Sinne geht's los. Das fliegt ja gar nicht wundervoll. Mal sehen, was das wird. Auf jeden Fall wird es schnell. Das scheint schon mal nicht sofort die Kontrolle zu verlieren. So, wir kommen zumindest raus. In dieser Konfiguration bleibt es aerodynamisch erstmal stabil. So, hi, Kappe, na? Bist du wieder da? Geh weg, please. Warum ist er so zu mir? So, jetzt ist er weg. So, jetzt würde ich mal sagen, wir nehmen uns hier die Dinger. Wir haben ein bisschen Zeit. Aber wir gehen gar nicht so richtig aus der Dings raus, ne?
So, die kommen auf 10 Kilometer. Also wir müssen gleich nochmal mit einem größeren Booster testen, dass wir weiter rausgehen. Ne? Und Full Deploy auf 7000 Metern. Los. Copy, copy. Arm. So. Und dann gehen wir mit dem Ding. Surface Retro. So, das ist jetzt, glaube ich, erstmal ein relativ banaler Test. Da wird noch nicht mal viel wieder Eintrittshitze passieren. So, wir kommen jetzt sehr schnell rein. Na? Oh, wir kriegen die Dinger nicht safe, oder? Doch, gehen safe. Alles gut. Also, er bleibt aerodynamisch stabil. Und jetzt kippt er. Auf 10 Kilometer ist er gekippt. Okay, das heißt, es wird auf Eve sehr viel schneller passieren. So, und dann geht er da durch. Das passt alles, bla bla bla. Okay, also der war im letzten Moment vor der Bremsschirmentfaltung, war er nicht mehr so stabil, wie er hätte sein sollen. Das passiert auf Eve eher auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe aber eine Idee, wie wir dem entgegenwirken. Ich glaube, ich weiß, wie ich damit umgehe. So, das sieht aber erstmal alles gar nicht schlecht aus. Schirme sind draußen. Wir gehen jetzt mal zur vollen Entfaltung rüber. Das wird alles sogar noch ein bisschen besser funktionieren auf Eve, weil dickere Atmosphäre und so. Dichtere Atmosphäre. Dickes, unhöflich der Atmosphäre gegenüber. Sie ist dichter. So, und der Plan wäre dann natürlich einfach zu sagen, wenn wir so langsam sind, dann lasse ich das Heat Shield dran. Und wir schlagen einfach auf das Heat Shield auf und der bleibt dann halt stehen. So. Jetzt fallen wir natürlich ins Wasser. Das wird jetzt schwer nachzuvollziehen sein, ob dieser Plan so funktioniert. Auf jeden Fall ist er nicht explodiert. Das ist schon mal viel wert. So, das heißt, wir können den jetzt erstmal recovern und wir machen jetzt die erste kleine Anpassung. Ich habe nämlich eine Idee, wie wir ihn dahin bekommen, dass er als, Wiedereintrittskörper ein bisschen stabiler wird. Und zwar würde ich was Passives und was Aktives anbauen. Danke fürs Abschalten. Ja, gerne. Gern geschehen. So,
kleiner Tank reicht uns schon mal. Was macht das mit unserem Gewicht? Es zieht es noch ein bisschen nach unten. Größerer Tank wäre aber eigentlich besser, ne? Größerer Tank, so. So, und dann oben. Ein paar Werner Engines ran. Wie viel halten die aus? 2000 auch. Okay, die würden zuerst explodieren. Das wäre prinzipiell begrüßenswert, weil die Ummantelung hält noch mehr aus. So. That's all the magic. Und dann packen wir jetzt hier mal noch ein 400er und ein Terrier drunter. Zack. Guten Hunger, lieber Grumpy. Lasst es euch schmecken und vielen Dank nochmal für den Raid. So. Schon lange eine Keimungsanlage arbeitet, die aufgrund der Uni-Physik nicht funktioniert. Okay, ich muss mir irgendwann. Hallo Falk übrigens. Ich muss mir irgendwann auch unbedingt mal Oxygen Not Included holen. Ich weiß schon, dass es gut ist. Man muss mich nicht mal mehr davon überzeugen, aber das ist halt so ein typisches Spiel, was meinem. Ach, wenn ich doch mehr Zeit hätte, zum Opfer gefallen ist. Bisher. Weil ich habe richtig Angst davor, dass ich das unheimlich gut finde. Und dann halt einfach in diesem Spiel versumpfe. Boom. So. Ich denke, das ist eine adäquate Antwort. Auf mein Problem. Das ist eine völlig übertriebene Antwort auf mein Problem, aber es ist egal. Es ist völlig egal. Override. So, lasst uns das Ding in den Himmel schießen. Erstmal schön auf einem Feststoffbooster rausblasen, das Ding. Und dann fliegen wir es als nächstes noch ein bisschen mit dem anderen Triebwerk in einen passenden Orbit, hoffe ich. Das wäre so mein Plan zumindest. Wenn wir nicht schon auf dem Austrittsflug einfach stumpf verglühen. Mal sehen. Aber ich mag die neuen Booster und ich finde, man sollte sie oft und ausgiebig benutzen. Wie viel haben wir? 2,01. Das ist gar nicht so viel. Mal gucken, wie die Aerodynamik sich so verhält. So, ich gebe ihm mal ein bisschen Drall schon mal mit. Weil der wird sonst gleich nichts mehr bringen. Boom. Genau. Diesen leichten Zug zur Seite natürlich durch diese zwei seitlichen Nupsis, die da überhängen. Ah, jetzt kippt er irgendwie. Irgendwie kippt er jetzt. Okay, das war ein bisschen zu viel, ich gebe es zu. Das war vielleicht ein bisschen too much. Space Center. Yes, abandon. Ja, lass uns eine sinnige Rakete kurz drunter stecken. Bei mir explodiert auch mal irgendwas, ja. Das war aber irgendwie auch ein bisschen absehbar, dass das nicht besonders gut funktionieren wird. Irgendwie war es absehbar, muss man in der Fairness aber sagen.
Wisst ihr, was wir eigentlich mal nehmen können aus Kosteneffizienzgründen? Huch, nee, das Triebwerk brauchen wir noch. Was wiegt das jetzt? 6,4 Tonnen. Ja, ja, ja. Wir nehmen einfach schön stumpf unsere vorgefertigte. Die Stage 2 fehlt, ne? Wo ist denn unsere Stage 2 hin? Okay, der kann die fast alleine in Orbit fliegen. Machen wir es halt so. Machen wir halt Single Stage und dann den Rest macht er selber. Ah, in meiner Stage 2 war so ein blödes Kryotriebwerk dran und bei denen war irgendwas beim Update. So, bla 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 bla. Das brauchst du dann alles nicht. Clips kannst du posten, wenn du clips.twitch.tv benutzt. Ansonsten hol dir von den Mods einfach kurz ein Permit. Dann geht das auch. Das ist die andere Variante, die relativ gut funktioniert. So, wir machen jetzt einen wiederverwendbaren Flug. Mal gucken, ob ich das noch kann. Wahrscheinlich kann ich es nicht, aber... Getötet wird hier auf jeden Fall keiner. So. Zack, zack, zack. So, save, override, launch. Mal gucken, damit müsste es eigentlich gehen. Jetzt haben wir es sauber aerodynamisch verpackt. Die Kiste hat 5 Milliarden Delta V. Das sollte auch reichen, um das Ding kurz mal in den Orbit rauszutragen. Und dann schauen wir mal. Nächster Testflug. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Wirklich mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sollte der sich nicht so sehr überschlagen. Vollschub und los geht's. Das ist laut. Erschreckend laut. Eher wie so eine atomare Angriffswaffe aus als eine klassische Rakete. Aber naja. Dank für den Reset. 2 Jahre sind voll. Dankeschön.
Und du weißt, auch du kannst dich gerne melden für den 2-Jahres-Mission-Badge. Dann kommt der in der Post, wenn du magst. Ne? Eufo, hey, vielen Dank auch für den Resub im 13. Monat. Dankeschön, wir machen gerade Raketen kaputt. So, ich glaube, das ist jetzt schlimm genug, was ich getan habe. Ich denke, wir können safe diesen Satelliten aussetzen. Bist nicht stowed. Ersten Fehler schon mal gefunden. Sehr gut. Start Fuel Cell, so. Okay, also diese Antenne funktioniert nicht. Was nicht gut ist. Weil er glaubt, dass er verpackt ist. Okay, wir haben dann immer noch diese Antenne, aber da müssen wir dann 180 km, da müssen wir relativ flach arbeiten. So, was sagt hier die Delta V sagen, wird knapp. Ist aber auch okay. Noch die andere Rakete hinten fertig. Landen die einmal. So, und der kommt dann schön steil hoffentlich rein. Das machen wir aber gleich. Wir haben jetzt viel Zeit erstmal. So, wir machen an der Apoapsis noch ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte rein. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den hier. Um mal zu gucken, wir sind diesmal sehr hoch. Also ich habe noch nicht eine Landung aus solcher Höhe probiert. Das kann sein, dass das nicht so gut funktioniert. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren es trotzdem. Kein Weltraummüll, ist suborbital. Das abgekoppelte Triebwerk der 2. Stufe. Natürlich suborbital. RCSR Retro. So, wir traveln jetzt erstmal wieder nach Hause. Na, ist das weit genug? Ich weiß es noch nicht. Ich tüftle immer noch ein bisschen dran rum. Okay.
So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, 2 Minuten, um genau zu sein. Aber der hat noch 8 Minuten bis zur Höhe. Bis zur vollen Höhe. Das heißt, ich glaube, wir können ganz safe. Ach komm, wir geben dem kurz noch. Lass uns die 2 Minuten nutzen. Wir geben dem kurz noch einen Boost. Dann haben wir noch mehr Zeit für diese ganze Geschichte. Und dann probieren wir mal die Landung aus. Sehr hoher Höhe. Ich weiß es nicht, wie gut das funktioniert. Wie gesagt, ist auch ein First. So ein kleines Gewicht haben wir einfach bisher noch nicht abgeliefert. Deshalb. So. 7 Minuten 42 bis zur Apoapsis. Kappe. So, und dann werden wir uns jetzt um die Landung kümmern. Und dann um den Wiedereintritt. Das wird jetzt ziemlich heißer Wiedereintritt. Mal gucken, ob der reicht. Ich wollte ihn eigentlich noch ein bisschen flacher machen. Aber ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Moin, Centras. Na? So, wir haben noch 1,5 Minuten bis zum Wiedereintritt in die Atmosphäre. Ich mache mal unseren ersten Entry Burn. Oh, warte mal, ich kann doch jetzt. Added Action Groups, yay! Yes. Yes. Oh Gott. Bestes Feature ever. Yeah! Praise the Lord. Okay. Here we go, people. Ich bin mir nicht sicher, ob das gereicht hat, ehrlich gesagt. Wir werden halt noch viel rausziehen, ne? Oh, das wird echt knapp mit dem Treibstoff. Atmosphäre hier kam. Ich hoffe, dass wir schnell genug aus dem Plasma Blackout rauskommen, wenn wir so schnell reinkommen. Rakete. Ja, alles safe. Okay, wie gesagt, ein bisschen experimentell die Landung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So schnell bin ich noch nie reingegangen. Oh, gleich explodieren Sachen. Ein bisschen gegenwärtig.
könnte sein. Ah, ich habe übersteuert. Nein. Mein Fehler. Wir haben es geschafft. Prinzipiell hätten wir es geschafft. Nicht kippen. Ah, sie kippt. Relativ okay. Relativ okay. In Sichtweite des KSC ist tatsächlich aus der Höhe. Wenn ich nicht so viel Pipi in den Augen gehabt hätte, hätte ich das Ding, glaube ich, im ersten Anflug gestanden. Der wichtige Teil hat überlebt. Das da unten. Respekt, das hat relativ gut geklappt. Ah, nein. Nah rangekommen. Nah rangekommen und nicht im Plasma-Blackout verendet. Tatsächlich gar nicht schlecht. Tatsächlich gar nicht schlecht. So, ich habe gerade wieder ein bisschen Frame-Drops, aber im Großen und Ganzen scheint es sich in Grenzen zu halten. Das war gar nicht schlecht. So, Jens, vielen lieben Dank für den Resub im 16. Monat. Dankeschön. So, und jetzt gucken wir mal, was hier die zweite Kiste macht. Das ist ja jetzt eigentlich so unser Testobjekt, sage ich mal. Mit dem wir probieren wollen, eine relativ passiv eintretende Eve-Probe zu simulieren, die wir mit Absicht auf eine sehr hochenergetische Bahn geschickt haben, um es mal so zu formulieren. Also, wir gehen relativ weit hoch und lassen sie dann runterfallen. Mal gucken. Wie gesagt, einen Konstruktionsfehler haben wir auch schon entdeckt. Ach, jetzt geht's. Ach, jetzt geht's. Na, das ist doch schön. So, sehr gut. Das müssen wir dann gleich wieder einziehen, nur vor der Landung. Also, was wir jetzt mal machen, wir bringen die Rakete in einen Wiedereintrittszustand. So muss man die Buchstaben setzen. So, ich würde auf 9 Kilometer, nee, sogar nur auf 8, das war vorhin schon ziemlich knapp, auf 8 Kilometer die Schirme hier pre-deployen und auf 6,5 in den Full gehen. Das sind die Bremsfallschirme, die können ein bisschen mehr ab. Close. So, dann können wir die nämlich schon mal scharf machen. Das wird interessant. Die werden wir auf jeden Fall brauchen, um unsere Geschwindigkeit runterzubringen. So, und dann haben wir hier den Hauptschirm. Den bringen wir dann so auf 5000 Meter in Pre-Deploy. Und auf 1200 reicht uns für den Test. Auch der ist scharf. So, das ganze Ding ist mit einer Fuel Cell ausgestattet und scheint erstmal ganz gut klar zu kommen. Auch das ein schöner Testlauf. Wir brauchen jetzt 11 Minuten bis hierhin. Ich mache jetzt mal einen Zeitsprung. Ich mache jetzt mal einen Zeitsprung, ne? So, also die Fuel Cell läuft eine ganze Zeit. Okay, dann schauen wir jetzt mal, wie die Kiste sich so verhält. Retract Antenna. So, damit zu. Und wir gehen Surface Retro RCS an, um sich zu stabilisieren. Also, das ist jetzt die Verbesserung, die wir in dieser Version vorgenommen haben. Hier ist Treibstoff drin, um mehr Gewicht nach hier vorne zu legen, damit sie auch im Endanflug noch stabil bleibt, aerodynamisch. Und hier hinten am anderen Ende dann quasi die Thruster, die diesen Treibstoff auch verwenden, um die Kiste zu stabilisieren. Sicherheitshalber ist hier hinten trotzdem nochmal ein Hitzeschild drauf, falls sich die Kiste komplett drehen sollte. Ich denke fast, dass das nicht nötig sein wird. So, den müssen wir auch bereithalten für den Jettison. Und ich denke, diesmal werden wir einen sauren Plasma-Blackout kriegen. So wie es eigentlich geplant ist, weil den kriegen wir auf Eve auf jeden Fall. Ziel ist es, dass ich nichts mehr tue an der Kiste, sondern die Kiste sich selber
durch die Atmosphäre bringt. Das ist zumindest der Plan. Und sich quasi abliefert. Das ist schon wieder mehr, ne? Ärgerlich. Na gut. Okay. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall heiß und ich bin mir nicht sicher, ob sie schnell genug abbremsen wird. Weil sie jetzt doch ein paar Tonnen wiegt. Und relativ schmal ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schnell genug bremst, um die Bremsfallschirme zu kriegen. Das ist dann aber eher ein Problem auf Kerbin als auf Eve, denke ich mal. Und auf Eve wird die Atmosphäre noch dicker sein. Sie bleibt auf jeden Fall erstmal aerodynamisch stabil. Das ist gut. Boom, da unten ist unsere Rakete verglüht. Ablator geht okayisch schnell raus. Geschwindigkeit steigt noch. Das ist nicht gut. 30 Kilometer Höhe steigt. Jetzt geht sie runter. Jetzt geht sie schneller runter. Wie gesagt, auf 8 Kilometer kommen die Schirme. Bis dahin müssen diese Schirme safe sein, sonst sind wir am Arsch. Nicht, dass das noch schnell genug bremst. Ehrlich gesagt. Okay, sie beginnt die Kontrolle zu verlieren. Plasma Blackout. Na, einer hat gehalten. Einer hat gehalten. Hart am Limit, um es mal so zu formulieren. Richtig hart am Limit. Okay. Eieieiei. Das war knapp. Möchte ich nochmal anmerken. Es hätte auf Eve, glaube ich, besser funktioniert. Auf Eve wäre die Atmosphäre dichter gewesen. Hätte uns stärker abgebremst. Dafür haben wir aber auch mehr kinetische Energie. Hitzeschild sieht gut aus. Einer hat überlebt. Arschlecken, ey. Ohne den wären wir so, glaube ich, sauber durchgeschlagen. Aber das war wirklich so auf der Kante. Die waren alle gelb gerade und sind wirklich eine Sekunde vorm Deploy überhaupt erst gelb geworden. Sieht gut aus. Sieht gar nicht schlecht aus. Und er ist zwar sehr shaky geworden, hat sich aber stabil gehalten. Also das Gewicht nach vorne zu legen war auch nicht die schlechteste Idee. So, was ich jetzt noch überlege, ist natürlich für die Landung, ob wir tatsächlich hier nochmal einen Separator dazwischen bauen, damit ich bei der Landung den Stuff halt abbauen kann. Ich will diesen ganzen Treibstoff eigentlich gar nicht haben. Versteht ihr? Na gut, aber 6 Meter ist halt auch super safe. Wird auf Eve noch mal weniger sein. So, der kann weg. Das ist jetzt natürlich super ungut. Der wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit beginnen, den Berg runter zu rollen. Aber dafür testen wir ja. Ist gut, wenn er in ungünstigen Szenarien runterkommt. So soll es sein. Okay, 5,8. RCS an. Mal gucken, ob er sich stabilisiert bekommt oder ob er einfach stumpf kippt. Aber ich denke, der kippt stumpf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Treibstoff alle ist. Er steht. Am Hang. Ich mach mal kurz RCS aus. Ich glaube, dann ist hier richtig Feierabend. Ja. Ah, langsam. Okay, cool. Ich lasse das als regelkonforme Landung gelten. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wo ist unsere Antenne gelandet? Bup. Bup.
So. Und der Igel hat sowas von gelandet. Niemand hat die Absicht, Landebeine zu benutzen. Das funktioniert. Das funktioniert, das Konzept. Wir müssen es jetzt noch mal mit ein bisschen mehr Energie noch mal testen, um diesem Eve-Wiedereintritt noch ein bisschen näher zu kommen. Ich dachte an so einen Wiedereintritt aus einer Umlaufbahn, die quasi in der Apoapsis ungefähr auf Mimushöhe sind. Aber das passt soweit. Auch wenn der Boden hier komische Dinge tut. Das ist bestimmt dieses Erdbeben, von dem Sie mal reden. So, dann machen wir nochmal, guck mal. Und das passt auch. Wenn wir die Antenne nach oben drehen, haben wir hier auch. Jetzt können wir das mal in Ruhe testen. Zack, 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 zack. Strom läuft. Okay, die Fuelzelle ist jetzt unten drunter, wie es scheint. Die können wir jetzt, glaube ich, abschalten. Sieht okay aus. Also wir haben tagsüber jetzt erstmal. Wir haben eine Probe abgeliefert. Oder die Probe hat sich abgeliefert, trifft es wahrscheinlich eher. Aber es hat funktioniert. Sehr schön. Jetzt können wir das auch mal recovern. Das Zeug ist nämlich ziemlich teuer. Also ziemlich teuer, 30k oder so, aber auch hier gilt, haben ist besser als brauchen. So, was ändern wir noch? Eigentlich müssten wir nur die Verbringung einmal besser machen. Das ärgert mich gerade, dass die Second Stage kaputt ist. Ich baue mir jetzt, glaube ich, erstmal so schnell so eine Billo Second Stage einfach. Das wird tun. Dann müssen wir auch die First Stage nicht ganz so arg überstrapazieren. Also wir nehmen die gleiche Rakete. Dann haben wir auch nochmal ein First Stage Recovery tatsächlich. So, und was wir jetzt machen ist, wir bauen jetzt hier zwischen. Dum, 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 dum. Uns noch eine Stage rein. Ja, reicht ganz knapp, denke ich. So. Eve Probe 2.0 Punkt Testobjekt 2. Also, wir machen das gleiche im Prinzip nochmal. Nur, dass wir diesmal eine sehr viel höher energetische Umlaufbahn anfliegen und von dort aus wieder eintreten mit der Probe. So, dazu erster Schritt in den Orbit fliegen. Zweiter Schritt weit nach draußen fliegen. Dritter Schritt heiß wieder eintreten. Irgendwo dazwischen die First Stage wieder landen. Diesmal vielleicht ohne umkippen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist, wenn man es lange nicht macht, hat man ein bisschen Angst, finde ich. Also ich habe übersteuert halt einfach beim Landen. Also ich habe zu viel Gas gegeben. Hätte ich gar nicht müssen. Die Rakete hat das eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Aber so ist das, ne? SpaceX hat auch nicht die erste Rakete sofort immer perfekt gelandet. Warum sollte ich das tun? So, Vollschub und los. Nee, wartet mal. Warum habe ich das ungute Gefühl, dass hier irgendwie das Staging komisch ist? Du bist der, korrekt, ja, du solltest hier sein. Und du solltest auch hier sein. Du darfst auf keinen Fall jetzt schon angehen. Das wäre ganz fürchterlich, wenn das so wäre. Besser. Okay. Kleinere Korrekturen und los. Nee, die Antenne hat doch funktioniert, Audax.
Danke für den Hinweis, aber die hat dann komischerweise doch funktioniert. Weiß nicht, was da. Doch, ich glaube, ich habe eine Idee sogar, was ist. Sie ist jetzt vom Fairing ummantelt und der hat irgendwie nicht gecheckt, dass das Fairing weg war. Und als ich die Probe neu geladen hatte, war ja kein Fairing mehr da, weil ich das schon aufgemacht hatte. Dann konnte ich auch die Antenne ausfahren. Also, danke für den Hinweis, hat aber dann doch funktioniert. Deshalb lasse ich es jetzt erstmal so. Wir gucken mal, ob es tatsächlich das mit dem Fairing Unloading Loading ist. Und jetzt geht's ab in Richtung Umlaufbahn. Okay, wir gehen raus auf die nächste Stage. Irgendwas ist schiefgegangen. Ich kann euch nicht direkt beantworten, was. Ich glaube, wir hatten viel zu viel aerodynamischen Druck noch drauf. Aber irgendwas ist schiefgegangen. Ich glaube, der Fachbegriff ist the front fell off, aber so komplett. Okay, Leute, ich glaube, der Booster an sich ist noch in Ordnung, habe ich so das Gefühl. Medium in Ordnung, oder? Doch, warte mal. Habe ich den falschen? Nee. Also entweder habe ich den falschen Decoupler benutzt. Ich glaube, ich habe einfach den falschen Decoupler benutzt. Sieht so aus, zumindest in meiner Welt. In meiner Welt sieht es so aus, als ob ich den falschen Decoupler benutzt hätte. Autschi, Autschi, Autschi. Staging versaut. Okay, lass uns das andere Schiff nach Hause bringen. My bad. Ich denke auch, also Borki, ich vermute, dass es das Staging war tatsächlich. Dass ich den Decoupler gemacht habe, der oben drüber war. Nicht den, der tatsächlich das Triebwerk abgekoppelt hat. Dass er da weggebrochen ist. Also anders kann ich es mir da nicht so richtig erklären. Aber jetzt bringen wir erstmal den teuren Teil nach Hause, hoffentlich.
Das ist richtig wie bei SpaceX. Wenn du meinst, mit Dinge explodieren, dann ja. Schauen wir mal. So, ich muss noch diese blöde Action Group reparieren. Let's do this. Kommen wir rein? Ah, wir kommen ein bisschen zu. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Okay, so soll es passen. Ich will nicht ins Wasser fallen. Oh, bin ich abgerutscht in die Bucht rein? Nee. Nee, passt. Okay. Sah nur komisch aus. Action Group zu. Here we go. So, ich versuche jetzt mal meinen Angstmoment zu unterdrücken. Ich weiß, dass du es kannst, Rakete. Komm, bremsen, 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 bremsen. Ja, komm, 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 komm. Zeitig wieder angefangen. Gucken, ob ich das bringe ich nicht mehr bis ganz nach unten. Schade. Nein! Komm. Ah. Kerbal Space X. So. Steht. Wenn es steht, dann steht's. Recover. So, ich weiß, wo der Fehler lag, glaube ich. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, okay, wir haben kurz diesen hochhaushohen Booster kurz zurecht gehüpft. Das ging schon noch. Eieiei. Ja, das Timing muss ich noch ein bisschen arbeiten dran. Da bin ich noch ein bisschen off. So, nächster Anlauf. Diesmal mit korrektem Staging, hoffe ich. Ich würde das Ding nämlich gerne noch testen heute. Nicht immer nur die Brocken des Desasters einsammeln. Meine Güte. Raketen können Angst riechen. Obviously. So. Bla bla bla. Action Group. Machen wir das noch mal gleich. Zack. Cheer. Zack. Toggle Stabilizer. So haben wir das. So, jetzt ist da Arjing. Also. Aber das war der Richtige. Warum ist es denn da durchgebrochen? Aber es war wahrscheinlich einfach zu früh. Ich war noch so dicht in der Atmosphäre drin. Es muss da reingelegen haben, weil es war. Irgendwas hat da nicht hingehauen, ne? Wir müssen ein bisschen später dekoppeln diesmal. Okay. Override all the stuff und los. Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Also du dürfen mit Landung auf dem Fab oder dem Pad rechnen? Ich glaube gar nicht. Submarine, vielen lieben Dank für den Resub. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. 15 Monate schon bei dir. Und hallo Kaktusbombe. So, neue Runde, neues Glück. Diesmal auch ohne den Satelliten zu zerstören, hoffentlich. Also eigentlich testen wir nämlich einen Eve-Satelliten. Das habe ich nur noch nicht so richtig verstanden. Und los. Also bei aller Liebe, Leute. Aber Papa kriegt echt Hörprobleme hier. Ich nehme das mal ein bisschen zurück. Es darf ja gerne laut sein, aber mir schlägt's die Hörlappen nach innen ins Gehirn. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und wenn auch bei euch jemand einen Subwoofer da angeschlossen hat, ist wahrscheinlich gerade das Fenster immer rausgedrückt worden. Das ist auch nicht okay. Es ist erschreckend schlechtes Wetter auf Körben, muss ich mal sagen. So von der Gewitterdichte könnte man fast meinen, dass das Schleswig-Holstein ist. Ich finde, jetzt hat es immer noch einen akustischen Druck. Also man merkt, dass da jetzt gerade Raketentriebwerke laufen. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, finde ich. Weil das andere war echt ein bisschen drüber gerade eben. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen steiler raus, damit wir in der dünneren Atmosphäre schon sind, wenn ich gleich anfange, Payloads um mich zu werfen. Wir müssten eigentlich relativ viel Kontrolle im Moment haben durch die ganzen Triebwerke. Dann kann ich mir das erlauben, so ein bisschen aus dem Windstrom rauszufliegen. Das müsste eigentlich hinhauen. Dürfte dadurch nicht in Flip oder sowas kommen. So. Jetzt gebe ich ihm den Gravity Turn ein bisschen mit. So, und dadurch sollten wir jetzt, wenn wir dann decoupeln gleich. Bisschen. Ich lasse ihn jetzt tatsächlich mit voller Absicht ein bisschen coasten, dass wir die 50 Kilometer mal durchbrechen und dann gebe ich ihm das Staging. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Los geht's. Oh, bitte nicht explodieren. Sieht gut aus. Ja, falsch eingestellt. Mein Fehler. Fairing Deploy. Check. So. Ich kaufe mir kurz ein bisschen Zeit, bevor ich den Booster Burnback mache. So, das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen. Ist auch egal. Wir sind noch nah genug dran, dass wir hier erstmal. Ja, ist noch. Also es scheint am Fairing zu liegen. So, was sagt die andere Rakete? Die andere Rakete sagt, ich steige noch. Das ist okay. Minuten ist sowas von safe, denke ich. Wir gehen rüber zum Booster.
So, Switch to. Dann können wir jetzt einmal den Burnback machen. Dann gehen wir zurück zur Upper Stage, geben dir nochmal einen Kick mit und machen dann die First Stage Landing. Ja. Ich glaube, so bin ich damit dann ganz einverstanden. Zack. Retro. So, mal gucken. Ah, wir stehen ganz gut da mit Fuel, glaube ich. So, Re-Entry in 97 Sekunden. Lasst uns diese 97 Sekunden weise nutzen. Und hier nochmal ein bisschen Schwung drauf geben, dann haben wir genug Zeit, die andere Kiste ordentlich zu landen, bevor wir hier in Probleme reinlaufen. Ich gebe dem jetzt einfach nochmal so einen 30 Sekunden Burn oder sowas mit rein. So, und jetzt müsste nämlich auch die blöde Antenne funktionieren. Wenn meine Vermutung der Wahrheit entspricht zumindest. Ja, sieht gut aus, ist das Fairing. Sobald man einmal loadet ohne das Fairing dabei, ist alles super. So, wir geben ihm jetzt kurz ein bisschen was mit. 100 Kilometer Höhe und fallend, das ist in Ordnung. Bei 70 Kilometer treffen wir erst die Atmosphäre. So, der hier ist jetzt gleich im Orbit. Das ist ganz hervorragend. Und Tschüssikowski. So. Brenne ich noch leer. Okay. Dann können wir uns hier gleich drum kümmern. Das machen wir aber später. Jetzt gehen wir zum... Ist gut, wenn man es ein paar Mal hintereinander macht, wird man, glaube ich, auch langsam wieder ein bisschen wärmer. Ich probiere jetzt mal ein bisschen riskant daran zu gehen. Ich weiß nicht, ob das schon riskant genug ist oder ob ich es diesmal dann direkt auch verbocke. Aber man beginnt wieder wärmer damit zu werden. So. Retro Surface. Das passt. Gut. Landeprognose sagt, passt ganz gut. Wir kommen ein bisschen seitlich neben dem KSC runter. Das finde ich prinzipiell gar nicht schlecht. Ich hätte jetzt ein bisschen Schiss im Moment, dass wir ins Meer zu kurz kommen. Deshalb gebe ich ihm kurz mal schon einen ersten Bremsschub. Also Re-Entry Burn mit Atmosphärenkontakt quasi. Wir reduzieren unsere Geschwindigkeit. So. Jetzt kann der Rest hoffentlich passieren. Lange Streampausen sind einfach nicht gut. Da sagst du was, Neo. Da sagst du was. Okay. Let's do this! Thank you.
Richtig verkackt, Leute. Das war zu sehr überreizt, wie man sieht. Mit einem kleinen Salto noch. Hoppla. Ja. Ja, überlebt der Booster? Überleben die Triebwerke, ist eher die Frage. Die Antwort ist, denke ich, nein. Da hat gar nichts überlebt. Eieieiei. Ja, ein bisschen too much. Ein bisschen too much. Auch noch eine Schräge getroffen. Da sind viele unschöne Sachen jetzt zusammengekommen. So, wo ist mein Satellite? Da. Den hat's zermatscht. Hat's den. So, jetzt machen wir auch mal endlich den Wiedereintrittstest. Man landet auch nicht auf bewohntem Gebiet. Nachdem man gelandet ist, ist das auch kein bewohntes Gebiet mehr. That's the trick. So sieht's nämlich aus. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier unseren Wiedereintrittsversuch sauber arrangieren. Der steht nämlich noch an. Da haben wir noch was zu tun. Wo ist der eigentlich hier? Was tun sie hier? So. Dann stört ihr euch nämlich nicht mehr, sondern nur noch mich. Das ist ein Fanservice hier, ne? Aber wenn man sich mal anguckt, wie aufwendig, also energetisch aufwendig die Herstellung von Wasserstoff ist, und dann auch noch die, was für Probleme die Lagerung mit sich bringt, weil Wasserstoff halt durch echt viele Sachen relativ schnell durchgeht, da musst du natürlich schon ziemlich einen Aufwand treiben, um den langfristig zu lagern. So. Das ist so. Also ich muss sagen, ich persönlich ordne für mich dieses Wasserstoff-Wunschdenken so ein bisschen in die Kategorie wie Atomkraft ist auch eine super Sache, wenn wir dann mal Generation 4 Reaktoren haben. Yes, but. So. Und solange wir nicht einen massiven Überschuss an erneuerbaren Energien haben, Spoiler, haben wir halt nicht, ist, also ich glaube, dass Wasserstoff seine Daseinsberechtigung hat in sowas wie Kurzzeitlagerung für so Gaskraftwerke oder sowas. In Autos sehe ich es irgendwie nicht. So, die Kappe. Ja, wie gesagt, Bischof, wir sehen es aber genauso. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist aus meiner Sicht eigentlich die Frage, braucht man denn wirklich, wirklich, wirklich eine Lademöglichkeit zu Hause? Weil ich habe auch für einen Benziner keine Lademöglichkeit. Und letzten Endes ist das doch, eigentlich ist doch nicht die Frage, brauche ich eine Ladeinfrastruktur zu Hause, sondern gibt es eine adäquat schnelle Ladeinfrastruktur in greifbarer Reichweite? Weil wenn ich irgendwie eine Ladesäule habe, an der ich mit 100 Kilowatt plus reinpressen kann, ist es halt egal. So. So, jetzt gucken wir mal, dass das funktioniert. Electric Charge ist noch hoch genug. So, jetzt pumpen wir hier erstmal den Orbit nach oben. Zack. Der ist noch aus. 20 Sekunden noch. Okay, ich denke, wir können schon mal anfangen, ein bisschen zu fliegen. So, jetzt bringen wir hier mal richtig schön unsere Apoapsis. Ich würde irgendwo so gerne in Richtung Minmus-Niveau gehen. Und dann würde ich oben an der Apoapsis nämlich mal gucken. Und dann ein bisschen bremsen, dass wir so auf 20 Kilometer runtergehen. So. Lagerung wird mit LOHCs geklärt. Ich kann leider mit der Begrifflichkeit LOHC gerade aus dem Stegreifen nichts anfangen. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Benziner läuft mit Kraftstoff, den du einfach mal nachschüttest. Beim Elektrofahrzeug will ich. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ups, da schießt uns der Mond, glaube ich, ein bisschen raus, ne? Der Mond.
Ich glaube, das ist so ein bisschen Mentalitätsfrage. Also ich denke, das ist ein Problem, was man sich dadurch macht. Oh nein. Kommen wir da irgendwie weg vom Moon? Ich will eigentlich diesen Vorbeiflug nicht. Eben weil die Ladeinfrastruktur, ich glaube, so eine gewisse Angst da ist, dass man dann irgendwie 3 Stunden an der Ladesäule sitzt oder so. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Falls wir es machen, werde ich euch dann mal berichten, inwiefern es eine dumme Idee war oder nicht. Ich will nicht so weit raus. Oh Menno. Dieser Mond macht mich fertig, ne? Das ist doch Kacke gerade. Ehrlich jetzt? Ich habe gerade keinerlei Interesse dran, diesem Mond auszuweichen. Boah, das kostet schon wieder so viel Sprit, ne? Und dann muss ich das noch runterbremsen. Oh nein, bitte sag nicht, dass ich es verkackt habe aufgrund von Mondgeschissel. So, wie teuer bist du? 331, 141, das passt noch. So, jetzt holen wir dich mal so halbwegs auf die Minus-Ebene zurück. Zip. So. So, dut, dut, ja, es unterstellt halt, dass man das Auto natürlich jeden Tag lädt. Ne? Ich glaube, es ist immer so die Frage, was die Anforderungen sind. Ich gehe jetzt im Moment davon aus, dass man irgendwie so einmal die Woche den Need hat zu laden. So, wir machen mal die Vielzahl an. Ich hoffe, die hält lang genug durch. Zack. So, und dann Start Burn in 2 Minuten. Solange können wir die Fuel ein bisschen hochlaufen lassen. Yes. So. Ja, Panavia, das ist halt, aber das ist genau das, was ich halt meine. Wenn wir uns hinstellen und alle sagen so, ja, aber wenn ich in 5 Minuten tanken kann, dann ist es für mich nicht akzeptabel, 10 Minuten an einer Ladesäule zu stehen. Dann brauchen wir uns halt auch nicht beschweren, wenn hier irgendwann die Eisbären vorbeigeschwommen kommen mit einer gesunden Sommerbräune und wir alle dastehen und denken, ah, das haben wir irgendwie verkackt. Haben wir, weil wir nicht bereit waren, 5 Minuten unserer Zeit zu investieren. Das ist dann halt einfach schade, aber es ist dann halt auch zu Recht in die Hose gegangen. Ich glaube, dass gewisse Einschnitte an manchen Punkten auch tatsächlich mal gehen müssen. Und das ist jetzt nicht so, dass irgendwie darum geht, dass man alles zu Fuß geht. Aber so ein bisschen wird man sich wohl anpassen müssen. Also, weil ich glaube nicht. Also ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen, dass in Zukunft, wenn du mit Elektromobilität auf Batteriebasis arbeiten willst, es eher darum geht, eine gute, schnelle Ladeinfrastruktur zu bauen, als große Akkus, damit du eben relativ schnelle Ladevorgänge hast, statt irgendwie lange dazustehen. Und 40 bis 60 Minuten ist halt nicht mehr korrekt tatsächlich. Also es sind vielleicht auch einfach falsche Informationen. Also 15 bis 20 Minuten, wenn du von 80% Ladezustand dann ausgehst, ist ein bisschen korrekter. Da hat sich auch was getan und tut sich auch weiterhin an der Ladeinfrastruktur. Also auch da wird die Welt nach und nach ein bisschen besser. So 358 Meter pro Sekunde, die können wir jetzt hier noch investieren. Da machen wir die Bremse. Dann machen wir oben an der Apoapsis, hoffe ich zumindest, die Korrektur, dass wir hier auf 20 Kilometer reingehen, damit wir schön tief durchgehen. Und dann schauen wir mal. So, Ungu, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deinen Resub im 21. Monat. Und Handan, vielen lieben Dank für deinen Resub im 3. Monat. Und Moin auch an dich. So. Manchmal haben wir eine schwarze Hautfarbe. Das stimmt, Eisbären haben tatsächlich eine schwarze Hautfarbe.
Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Aber tatsächlich stehe ich dem Konzept langfristiger Speicherung von Wasserstoff aufgrund seiner flüchtigen Eigenschaften sehr, sehr kritisch gegenüber. Hat man aber wahrscheinlich auch gemerkt. Das heißt nicht, dass ich damit unbedingt recht haben muss. Vielleicht bin ich auch hart im Irrtum, aber ich sehe es noch nicht. So. Hallo, moin. Was ist mit den ganzen Zuschauern passiert? Also Neo-Kerman oder so? Inwiefern? Vielleicht hast du die alte Serie gesehen, eventuell. Also ich nehme an, du beziehst dich auf die Kerbals. Und nicht auf Neo an sich. Der sitzt da nämlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich würde die Diskussion dann auch gerne, glaube ich, langsam auf den Punkt bringen. Also entweder sehe ich da Zeichensetzung ganz schlecht. Ein E-Wagen muss heute ca. 100.000 bis 120.000 Kilometer fahren, um CO2-frei zu sein. Maybe kommt ganz stark darauf an, wie die Batterie hergestellt wird. Eine Batterie muss aber schon nach 40.000 bis 70.000 Kilometern ausgetauscht werden. I call bullshit very loudly. Das ist nicht so richtig korrekt. Das hat was mit den Ladevorgängen zu tun und es gibt durchaus Fahrzeuge, die mittlerweile schon sehr viel länger fahren. Du hast einen gewissen Verlust drin, aber du musst nicht nach 40.000 bis 70.000 Kilometern die Batterien austauschen. Das ist nicht Stand der Technik tatsächlich. So, das haben wir durch. Achso, da wollte ich was machen, genau. Ist nicht das gewesen. So, genau. Aber wir müssen das jetzt auch gar nicht alles zu Ende diskutieren. Ich glaube, der wichtige Part ist, und das wollte ich auch damit zum Ausdruck bringen, dass ich sage, ich glaube nicht an die Wasserstoffnummer bisher, weil ich da einfach zu viele logistische Probleme sehe und zu viel Energie, die sonst wo rausgeblasen wird. Aber ich glaube, der wichtige Part ist, dass man sich mit den Sachen beschäftigt und dass man halt an manchen Stellen vielleicht auch bereit ist, mal zu akzeptieren, dass es nicht immer sofort die perfekte Lösung gibt, sondern dass Zwischenschritte nötig sind, um irgendwann zu den wirklich guten Lösungen zu kommen. Zum Beispiel eben Batterien, die vielleicht auch ohne Kobalt funktionieren, weniger Lithium verbrauchen, höhere Energiedichte nochmal haben und, und. Das sollte man im Blick behalten, weil wenn wir uns hinsetzen und warten, bis solche Sachen halt komplett ausgegoren sind, dann ist es eventuell ein bisschen spät. Und wenn auf dem Weg dahin irgendjemand sich ein Wasserstoffauto kauft und damit zufrieden ist, who am I to judge, um Himmels Willen? Solange er seinen Wasserstoff nicht mit Hilfe von einem Braunkohlekraftwerk in Brandenburg gewinnt, ist das völlig fein für mich. Von mir aus kann er auch wie Doc Brown Küchenabfälle in seinen Mixer oben reinstecken. Auch das wäre für mich in Ordnung. So, jetzt hoffen wir mal. Ich würde mal langsam mit dem Zeitraffer arbeiten, wegen Electric Charge und so. Und wir müssen irgendwann noch gucken. Da ist gerade ein bisschen Relay, das ist gut. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt muss nämlich die alte Energiezelle hier mal an, die Fuel Cell. Zack. So.
wieder aufgeladen. Und wir können dann, glaube ich, auch mal, wenn wir damit fertig sind, nochmal so zum feinen Abschluss heute gucken, wie weit diese ganze Betankungsnummer auf Minmus ist. So. Weiter geht's. Wir behalten den Strom wieder im Auge. Ich kann halt das Solarpanel nicht ausfahren, weil... Naja, ihr wisst schon. Ich kann es halt nicht wieder einfahren. So. Ich hoffe, wir verlieren nicht irgendwo den Funkkontakt. Das wäre echt hochpeinlich. So, jetzt lädt er sich wieder auf. Aber ich kann ihn halt auch nicht durchlaufen lassen. Mit der Fuel Cell, weil dann geht mir das Oxygen und Hydrogen zu schnell alle. Ist das gerade so ein bisschen hin und her gedschungelt? So. Ich habe nichts mitbekommen, dass die kollidiert wären. Also würde ich davon ausgehen, da sich die Presse sonst drauf gestürzt hätte, dass einfach nichts passiert ist. So. Zack, dann einmal aus. Und wir ziehen nochmal die Batterie leer. Ja, wir sind noch nicht ganz am Manöver. Ich denke mal, ein, zwei Ladevorgänge müssen wir noch machen. Die Diskussion finde ich ganz spannend, Matzi, weil die gibt es in verschiedenen Formen. Die gibt es mit CO2, die gibt es mit Wasser. Das Problem ist, dass man dabei immer ein bisschen detached, was andere Dinge, die man für völlig okay hält, so verbrauchen. Und das jetzt halt als Argument rausgekramt wird, dass es jetzt nicht okay wäre. Also ganz gutes Beispiel, sich mal damit zu beschäftigen, zum Beispiel, wenn man das halt ranzitiert, wie viel Wasser oder, wenn man die andere Variante will, CO2 tatsächlich entsteht bei der Produktion der Menge Lithium, die für eine Batterie eines beliebigen Elektrofahrzeugs in gewisser Größe, weil es hängt ja davon ab, benötigt wird. Und dann vergleicht man das mal mit CO2. Beziehungsweise Wassermengen für ein Kilogramm Rindfleisch und dann wird einem bewusst, dass man in einem durchschnittlichen Sommer ziemlich viel Schaden anrichtet. Und ich glaube, das sind so die Parts, wo, glaube ich, die Debatten auch sehr schnell sehr ungünstig werden, weil man dann entgleist in eine Richtung, also man nimmt halt diese Werte sehr zusammenhangslos und sagt halt, oh, das ist aber nicht okay, weil ja, um Himmels Willen, das ist eine super große Menge Wasser, aber nimmt es in anderen Dingen hin und impliziert dann in diese Referenz wiederum rein, also ja, ach, das darf ich dann auch nicht mehr. Sagt ja gar keiner. Also ich glaube, wichtig ist immer nur, dass man sich ins Gedächtnis ruft, also dass man diese Werte nicht kontextlos verwendet. Das ist relativ wichtig, weil eine sehr große Summe auf den ersten Blick halt vor allen Dingen eine Sache schafft.
da kann man sich ganz hervorragend drüber aufregen. Aber die wichtige Frage ist ja einfach, ja, okay, wenn das so ist, ist das jetzt viel im Vergleich zu, wie viel Wasser ist denn in die Herstellung meines T-Shirts oder meiner Hose geflossen? Wie viel Wasser in die Herstellung meines Essens? Und ich glaube, in der Relation beginnt es dann Sinn zu machen von der Aussage. Und damit muss man, ich glaube, das Wichtige ist nicht in diese Empörungs-Cycles reinzukommen und deshalb alles zu verteufeln, weil es eben Ressourcen auch verbraucht. Das ist ganz klar. Wir werden aus vielen Dilemma nicht Dilemmata. Dilemmata? Ist Dilemmata richtig? Nicht rauskommen, wenn wir nicht auch investieren. Das ist halt einfach so. Also auch Ressourcen investieren. Dann wird sich halt gar nichts ändern. Das ist halt so der Punkt. Weil verzichten auf die Sachen wollen die Leute ja auch nicht. Und das ist auch nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Jetzt sich hinzustellen und zu sagen, so, ja, und weil das so ist, müssen jetzt alle auf individuelle Mobilität verzichten. Da werden dir alle Leute sagen, nee, wollen wir aber nicht. So, Punkt. So ist das Leben halt nicht mehr. Oder zu sagen, so, ja, nee, sorry, Internet verbraucht zu viel Strom, müssen wir abschalten. Wird nicht passieren. Und deshalb muss man sich halt überlegen, wie man jetzt in die Sachen investiert, die nötig sind, um es halt nachhaltiger zu machen. Dafür sind halt erstmal, also die kommen nicht für umsonst. Das ist auf jeden Fall klar. Das ist auf jeden Fall klar. So. Wir kommen hier langsam aber sicher auch dem Manöver etwas näher. In 45 Minuten ist es soweit. Sorry für das kleine Strom-Micromanagement, aber zack. So, jetzt können wir hier gleich unseren Burn machen. Mit dem, wenn wir jetzt den Orbit, wie gesagt, auf so 20 Kilometer Höhe auf der Periapsis legen, damit gehen wir ohne direkten Bodenkontakt durch die Atmosphäre durch, sehr tief und simulieren damit halt, dadurch, dass wir von sehr weit oben kommen, auch eine sehr hohe Eintritts-, also wir holen uns die Energie jetzt aus der sehr hohen Geschwindigkeit. An Eve wird das natürlich dadurch entstehen, dass wir auch eine etwas höhere Geschwindigkeit haben, weil Eve einfach größer ist, mehr Anziehungskraft hat und wir dadurch mehr Energie auch in dem Raumschiff haben. Aber es wird vor allen Dingen auch durch eine dichtere Atmosphäre viel mehr Hitze entzeugt werden und also mehr Luftwiderstand, dadurch mehr Hitze, stärkere Bremseffekte. Das simulieren wir jetzt einfach mal, indem wir sehr tief in die Atmosphäre reingehen. Also wäre jetzt normalerweise nicht mein präferierter Anflug, um es mal so zu formulieren. Aber wir gucken mal. Gucken mal, wie es funktioniert. So. Ganz, ganz vorsichtig. Bisschen weniger vorsichtig. So, 20 Kilometers. Das sieht ganz gut aus. Gut, dann hätte ich gesagt, wir spielen noch mal ein bisschen Batteriemanagement. Batterie, Batterie. Da ist er. So. Ein bisschen mehr Zeit drauf vergeht noch. So, das Schöne ist jetzt, je mehr wir reinkommen, umso besser wird das mit der Geschwindigkeit beim Zeitraffer. Also der wichtige Part, worum es mir geht, ist, ich habe nicht mit allem recht, was ich sage. Niemand hat mit allem recht, was er sagt. Was mir immer nur wichtig ist, ist, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, ah, Robert hat erzählt oder ah, der hat erzählt oder ah, die haben verlinkt, sondern sich die Sachen halt anzugucken und sich damit zu beschäftigen und vielleicht sich auch einfach mal so ein Report über so Wasserverbrauch oder CO2-Verbrauch bei verschiedenen Technologien zu besorgen und sich, wenn einen das Thema interessiert und man mitreden möchte, sich halt mit den Sachen dann auch zu beschäftigen, um so ein bisschen Überblick und eine Relation zu bekommen, weil da teilweise sehr große Zahlen, sehr hysterisch immer wieder in den Raum gestellt werden,
Wo es halt einfach schade ist, dass diese Diskussionen dadurch so entgleisen. Weil ich glaube, die Diskussion an sich, das, was Zoe Line auch sagt, es ist wichtig, dass wir darüber reden, wie wir es besser machen können. Das verteufelt ja noch lange nicht, dass es in der Vergangenheit, wir haben uns halt so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben, mit industrieller Revolution und allem drum und dran. Und ich glaube, keiner wird leugnen wollen, dass es wahrscheinlich auch ziemlich nötig war, dass wir fossile Brennstoffe benötigt haben, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Aber wir haben die technischen Möglichkeiten und wir sollten halt darüber reden, was man ändern kann und was halt Sinn macht zu ändern, ne? Also, wo man sinnvoll anpacken kann, um eine Veränderung herbeizuführen, damit es halt in Zukunft mal besser wird. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und die perfekte Lösung, ja, cool, kalte Fusion wäre super. Ist halt nicht. Und wahrscheinlich ist auch Fusion noch, erwiesenermaßen ist es jetzt nicht mehr 50, sondern nur noch 30 Jahre entfernt. Alter Physikerwitz. Aber es braucht halt seine Zeit. Bis dahin muss man halt irgendwas machen. Die Probleme lösen sich halt nicht von alleine, ne? Und als jemand, der in Schleswig-Holstein wohnt, ich mag Schlauchboote nicht besonders. Erst recht nicht, wenn ich dann richtig alt bin und mit dem Schlauchboot überall hinfahren muss. Moin, Eric. Und auch hier Auto. Ich sehe das Zwinker-Smiley. Ich muss da nochmal korrigieren. Der größte Methanausstoß, also ja, tatsächlich sind Tiere ein sehr signifikanter Treiber von Treibhausgasen, im besonderen Methan. Aber auch hier korrekt bleiben: Ein Großteil des Methans von Wiederkäuern wird nicht durch den Hintern durch Furzen ausgestoßen, sondern durch den Mund durch Aufstoßen. So korrekt müssen wir bleiben. So. Gut, Freunde, ich hoffe, es zieht uns hier langsam wieder rein. Also ich denke noch ein, zwei relativ schnelle Sideruffer. Ah, sehr schön. A little bit of science. Thank you for this one. So, dann müssten wir gleich die Moon-Umlaufbahn durchbrechen in unserem nächsten Cycle. Livestream direkt aus dem Mond. Ich weiß nicht, ob der Internetzugang dann noch so gut ist. Ich kann dir sagen, LTE-mäßig ist heute schon schwierig. Ich weiß nicht, wie das dann später wird. So, nochmal aus und nochmal Zeitraffer und dann sind wir bald schon da. Hui. Wiedereintritt as it's best, hoffentlich. Oh Gott, da war noch Zeitraffer drin. So, ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich. Jeden Fall haben wir langsam schon ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Laro, was hast du verpasst? Ein paar explodierte Raketen auf jeden Fall. So ehrlich muss ich sein. Wir testen gerade einen Prototypen mehr oder weniger für Eve-Probes. Das sieht gut aus. Jetzt kommen wir schön schnell rein. Ich würde die jetzt nochmal aufladen. Jetzt kommen wir doch zackig neig geflogen. So. So, eine Stunde noch. Ich denke, das können wir safe ohne Fuel Cell machen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir bringen mal alles in die Vorbedingungen. Also, ich mache als erstes die Fallschirme scharf und so weiter und dann kommen wir zum Antenne einfahren. Und nicht, dass ich irgendwie dumm die Verbindung verliere. Also ich gehe ganz bewusst hier auch jetzt mal so auf die 8000 wieder.
damit wir relativ weit runter müssen, bevor das passiert. So, bei 6,5 Full Deploy der Bremsfallschirme, Copy, Copy und scharf machen. Also, dann haben wir die schon mal. Huch, ein bisschen weit rausgezoomt. Arm, Arm, Arm. So. Und dann kommen wir hier hin. Sechseinhalb, dann machen wir bei 4,5, bei 5 im Pre-Deploy und bei 1200 in Full. Zack, zack, Close Arm. So, dann machen wir das hier zu, hätte ich gesagt, in der Hoffnung, dass wir nicht direkt die Verbindung verlieren. Das sieht gut aus. Okay. Und Retract Primary Base. Juti, Freunde, so weit, so schlecht. Da hinten kommt auch schon Kerbin angeflogen. Und wir auch. Oh, zack. Gleich ist es soweit. So, die Fuel Cell lasse ich jetzt einfach mitlaufen. Das wäre ja auch beim Wiedereintritt so. Und ich würde sagen, kurz vorher werfen wir noch unseren Tank ab, weil dann hat es jetzt gleich nicht mehr so viel Einfluss. Denn wir gehen ja passiv rein. So, und ich RCS uns jetzt mal noch ein Stückchen weg, dass wir nicht hier das Ding reinknallen. So, Freunde der Nacht. Ich bin ein bisschen gespannt, was passiert. Mal sehen. Mal sehen. Also, Surface, Retro, RCS an. Also, wir haben alles angeschaltet, scharf gemacht, vorbereitet, was geht. Wir kommen mit nicht ganz 3000 Metern pro Sekunde wahrscheinlich gleich in Atmosphärenkontakt. Wir haben noch ein paar Meter, bis wir unten sind. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich heißer Ritt. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ah, sogar über 3000 Meter pro Sekunde bei Atmosphärenkontakt. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also wir gehen so tief rein, dass wir auf jeden Fall eine Landung hinlegen werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Im Leben kommen wir da nicht nochmal raus. Die Frage ist, wie geht's uns dabei? So, aerodynamisch sieht es erstmal gut aus. Wir sind stabil, G-Forces sind aber auch noch niedrig. Wir beschleunigen auch noch. Hitzeschild kriegt jetzt erste Anzeichen von harter Ablator Usage. Wir beschleunigen immer noch. 40 Kilometer Höhe. G-Forces halten sich noch in Grenzen. Jetzt dreht er sich in Bremsung. Und die G-Forces beginnen sich aufzubauen. Wir sind auf 40 Kilometer. Unsere Periapsis ist noch knapp über 19. We're not dead yet. Not dead yet. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen im schönen flachen Winkel rein. Okay, der RCS beginnt zu arbeiten, stabilisiert aber. Oh, irgendwas wird heiß. Was ist es? Das ist irgendwie hier unser Core, ne? Ja, der Core nimmt Hitze auf. Das ist gefährlich. Obwohl wir da den Tank noch dazwischen haben. Interessant. Akaengesil, vielen lieben Dank für den Resub. 27 Monate schon. Vielen lieben Dank und cool, dass du eine Solaranlage auf dem Dach hast. Das ist natürlich tatsächlich dann ein Ding. Das geht nur, wenn man, also zumindest in dem Umfang, dass man ein ganzes Dach voll baut. Wenn man dann ein Eigenheim hat. Es gibt ja mittlerweile so kleine Portable für den Balkon und so, aber das deckt natürlich den Bedarf eher nicht. Ja, aber schön. Schön, schön. Schöne Investition auch. So, das sieht alles ganz gut aus. Ich bin bisher relativ angetan. Ich bin gespannt, wie er gleich damit umgeht. Wiedereintritt läuft sehr stabil, trotz angenehm hoher G-Kräfte.
Man hört, wenn ihr das hört, dieses leichte das ist auf jeden Fall das RCS, was arbeitet. Man sieht hier oben auch, wie Oxidizer und Liquid Fuel rausgehen. Das sieht gut aus. Wenn es jetzt noch langsam genug vor den 8 Kilometern wird, dass die Bremsfallschirme safe gehen, dann... Oh, das dürfte auch klappen, locker. Safe. Und noch 5 Kilometer Platz. Also ich meine, wenn wir so weit kommen auf Eve, haben wir echt richtig viel geschafft. Das sieht gut aus. Leute, das sieht richtig gut aus. Ich glaube, das Konzept können wir fliegen. Wir fallen jetzt natürlich hier ins Wasser, aber irgendwas ist immer... Ach so. Hilft natürlich da, um den Deckel aufzumachen. Da müssen wir echt dran denken beim Fliegen dann. So, die Dinger sind raus. Bremsen auch so schon ganz gut ab. Das sieht gut aus. So, also bei 1200 Meter kommt der Full Deploy. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da safe an die 6 Meter pro Sekunde rankommen. Vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Zusatzschirmen noch. Das sind Zeitraffer drin, dass wir noch in absehbarer Zeit runterkommen. So, und dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal nach Minmus. Um zu gucken, wie es da mit der Betankung läuft. Wir haben jetzt eine recht lange Runde gedreht. Da sollte einiges an Sprit hergestellt worden sein, sagte die. Sanfter Touchdown. Klatsch. 1A Forschungsboje. So, recovered und dann. Ja, auch schön. 91% des Eigenbedarfs ist natürlich auch schon richtig ordentlich. Falls schon mal langsamer aufgehen lassen. Ach, du meinst, dass sie länger als ein paar Sekunden brauchen, ja. Ja, das kann tatsächlich Sinn machen, dass das Ding nicht auseinanderreißt, ne, mit dem großen Schirm. So, jetzt aber rüber nach Minmus. Jetzt schauen wir mal, wie es dem Sprit so geht. Ob wir da unsere erste Lieferung machen können, oder? So, ein bisschen weit. Zack, so. Fuel Transporter, auf geht's. Auf geht's zum Fuel Transporter. Eigentlich müssten die relativ voll sein mit ihren Tanks. Hätten das jetzt nochmal umgebaut. Oh. Na, nicht hüpfen. Leute. Was ist denn falsch mit euch? So. Und
Euch geht's aber sonst noch okay gut, oder? 4734. So, die Tanks hier sehen sehr gut aus. Ach so, das macht man ja. Entschuldigung. Das muss ja hier rüber passieren. Open GUI. Auto Scale, Speed Transfer. Owner Left ist Fuel Transporter und die Libelle Klaus Dieter ist mein Abbaurig. Ich möchte gerne Vollgas, alles da rein. Ich glaube, ich habe noch ein paar Tanks. Ach so, es geht nur eins. Entschuldigung. Dann machen wir erstmal noch eins. Wir nehmen dann auch gerne noch ein bisschen Strom mit, wenn wir schon mal hier sind. So, erstmal Oxidizer raussaugen. Dann gleich noch Liquid Fuel hinterher. Ich glaube, ich habe noch ein paar Tanks gesperrt. So, Crazy, wir sind jetzt beim Tankpart angekommen, falls du noch nicht eingeschlafen bist. Also bitte, bitte nimm noch einen Baldrian-Tee, damit du nachher auch schlafen kannst. Sonst regt dich das alles nur wieder zu sehr auf. Achso, ich könnte auch einfach Liquid Fuel Oxidizer. Ach, hier unten, ja, ja. Na, den Knopf habe ich jetzt gerade ein bisschen spät gesehen. Dum, 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 dum. So, Electric Charge nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, jetzt schauen wir mal. Voll. Noch nicht voll. Okay, hier ist noch Handlungsbedarf. Okay, also wenn sie gesperrt sind, befüllt er sie auch tatsächlich nicht über diese GUI. So, der hier ist offen. Da ist kein Tank. Das heißt, die sind jetzt voll. Jawohl. Und feuerfrei. Es geht um Tanken, Crazy. Es geht darum, dass gerade getankt wird. Und wir wollten nicht, dass du das verpasst. Weil dich das wahrscheinlich traurig macht. Da schrinken sie weg, die kleinen Tanks. So, wir haben aber noch ganz gut Kapazitäten. Das heißt, wir bleiben hier noch einen Moment sitzen. Schön, ich mag tanken. Ja, tanken ist super, ne? So, ich überlege gerade, ob wir hier den Zeitraffer einfach ansetzen, wenn wir schon hier sind. Das tut ja nicht weh. Wir können ja quasi zugucken, wie sich das Rig wieder füllt. Das ist ja alles gelandet. Das müsste eigentlich... Also gut aus, es füllt sich wieder. Ich muss jetzt nur die richtige Menge an Zeitraffer finden. Jetzt so stromstabil, ja. Cool. Das da drüben sieht auch echt komisch aus. Diese Atmosphäre auf Minmus, ich mach mal so. Dann muss ich das mental nicht ertragen. So. Tage da doch runter tickern, ne? Damit da hier Sprit zusammenkommt. Okay, wir ziehen das jetzt noch raus und dann machen wir uns mit denen mal langsam auf den Heimweg. Oh, 1000 nach Hause. 1000 hier wieder hin. Wacht knapp 2000, die ich abliefern könnte. Das ist doch ein guter Deal. So, dann muss jetzt nochmal einer arbeiten gehen. Dann liefern wir gleich
noch oder starten heute zumindest mal noch für den Flug zurück und die erste Lieferung Sprit in Richtung Kerbin Orbit. So. Touch Connector. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein paar aufblasbare Tanks mitbringen, dass das mehr Reserven aufbauen kann. Damit wir dann, wenn wir gelandet sind, eigentlich einfach nur einmal befüllen. Weil so lange jetzt hier rumparken und warten ist dann doch relativ lang, ne? Ich meine jetzt nicht, dass wir gerade Zeitdruck hätten, aber es dauert dann halt schon ein bisschen. Und so ein paar aufblasbare Tanks ist, glaube ich, relativ easy angebaut. Ups. Sehr schön. So, dann hätte ich gesagt, voller Schub geradeaus. Ab in den Orbit zurück. Kurz mit euch gedacht, Manü. Da ist aber recht wenig. Recht wenig Schub hinter. Oh, hat sich gefangen. Kurz, er möchte nicht. So. Kommt da drüben sauber über. Ach, da ist noch lange kein Berg. Okay. Das ist auch okay. Haben wir denn eigentlich schon Tankinfrastruktur an unserer Kerbin-Raumstation angebaut? Ich muss mir das im nächsten Stream mal einplanen. So. Schöner, gemächlicher Abflug. Das ist auch eine schöne Abflugschneise nach Osten, ehrlich gesagt. Also es steht gut, wo es steht, das Rig. Man kann hier schön flach tief raus, ohne sich groß Ärger zu machen. Weil es einfach echt lange dauert, bis da die ersten Erhebungen kommen. So. Das muss ich auch nochmal gucken, dass ich das nochmal patche. Das erste nochmal Visuals Pack. Dieses Atmosphäre auf Minmus-Ding ist ein eigenartiger Bug. Sehr, sehr eigenartig. Also ich hätte noch irgendwie einen Eissturm oder so, hätte ich noch verstehen können. Aber das sieht ja wirklich nach Wolken aus. We don't do this here. So, auf der Apoapsis werden wir dann mal... Das ist schon schön. Das ist schon echt schön. Das entschädigt dann auch für alle komischen Wolken am Boden oder so, aber... Oder für diese Vierecke vor den Köpfen meiner Kerbals. Aber das ist echt schön. Oh. Ah.
Da knackt das alte Männergenick. So. Wie lange geht's heute? Ich werde jetzt, glaube ich, noch den Exit Burn machen. Und dann suchen wir uns einen gemütlichen kleinen Raid noch raus, wo es vielleicht noch ein bisschen KSP gibt. Mal gucken. Ich habe morgen einen Workshop. Da will ich gerne pünktlich im Bett, damit ich da halbwegs fit in der Birne bin. Und nächsten Sonntag wird es kein KSP geben. Da bin ich auf dem Rollenspielwochenende, also Pen and Paper. Rollenspielwochenende machen wir einmal im Jahr von unserem Verein aus. Und das ist nächstes Wochenende. Da komme ich erst Sonntagabend zurück. Deshalb wird nächste Woche am Sonntag kein Colonization sein. Ich muss dann mal gucken, ob ich das irgendwie am Montag oder so nachhole oder ob ich es tatsächlich ausfallen lassen muss. Das weiß ich noch nicht genau. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das in der Woche drauf beruflich so aussieht. Also was da so ansteht. Aber auf jeden Fall am Sonntag wird es nicht stattfinden. So, so viel kann ich sagen. Das war ein bisschen vieles gut. Was spielt ihr? Verschiedenst, also es sind mehrere Gruppen, die da spielen. Von DSA bis, ich glaube, Pathfinder wird noch gespielt. Ich meister dieses Jahr eine Shadowrun-Gruppe. Also wir spielen Shadowrun 5. Nächsten Sonntag. Also von Freitag bis Sonntag. Und deshalb dann mal, wo es auf den Sonntag nicht so gut passt. Wie gesagt, ich werde mal sehen, ob ich es irgendwo anders hinlegen kann. Stattdessen kann ich aber noch nicht versprechen, weil das ein bisschen was auch damit zu tun hat, was sonst so ansteht. So, Warp to Next Manöver ist, glaube ich, safe. Die Sechserregeln sind eine Zumutung. Ich habe sie mir noch gar nicht angeguckt. Nicht wieder ausfallen lassen. Ja, wenn es irgendwie geht, dann gerne auch anders. Aber manchmal passt es halt nicht. Aber es ist nur einmal im Jahr, dieses Wochenende. Von daher. Das muss dann auch mal sein. Aber wie gesagt, ich habe mir die 6er Shadowrun-Regeln noch gar nicht angeguckt. Ich bin mittlerweile relativ fit in den 5ern. Ich habe sehr lange 4 gespielt, noch viel länger 3. Mittlerweile bin ich in den 5er-Regeln ganz fit und deshalb spiele ich es gerne auch noch. Und für 5 gibt es halt echt viele Erweiterungsbücher. Ja. Da ist das im Moment zumindest, bis genug Zusatzmaterial da ist. Noch mein offizielles Lieblings-Shadowrun. Ja, mir geht es vor allen Dingen darum, dass immer so, was ich finde, so ein Arsenal, also so erweiterte Regeln und Ausrüstungsoptionen für Street Sams, Rigger und Magiebuch müssen halt irgendwie immer da sein, damit man halt den Spielern, im Idealfall wahrscheinlich auch noch ein Matrix-Buch, damit man den Spielern mit ihren Spezialklassen halt irgendwie auch ein bisschen was bieten kann. Also rein mit den Grundregeln sind dann die Charaktere doch oft etwas tröge. So. Schwuppdiwupp. Zack. Und dann würde ich sagen, time warpen wir mal rüber an den Exit. Sieht ja alles ganz gut aus. So, denen geht's auch soweit gut, glaube ich. So, Ziel ist ja natürlich, dass wir die Kmir treffen, um dort unseren Stuff abzuliefern. Das heißt, wir gucken jetzt mal. Zeitraffer raus. Wir würden gerne hier hinfliegen. Saddest Target. Und dafür müssten wir vor allen Dingen mal bremsen. Hallo? Hallo Manöver. Bitte spielen Sie mit. Irgendwo, ach, da hinten.
wollte gerade sagen, warum wird das denn höher? Aber da hinten war eine unfreundliche Begegnung mit dem Moon. Ah, das sah gar nicht schlecht aus. Das sah gar nicht schlecht aus. Also, es waren zwei unterschiedliche Farben. Ich nehme alles zurück, das sah wirklich schlecht aus. Wie tief ist die Periapsis schon? Ah, not sure if happy. Es ist noch über 70. Es ist noch über 70. So, dann sind wir hier auseinander. 42 Kilometer. Dann haben wir das. Dann müssen wir hier einmal korrigieren. Einfliegen. Check. Mick, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und schlaf gut. So, zack. Zack. So, Burn in 3 Stunden. Das ist auch okay. Dann müssen wir da noch einmal unsere Inklination ein bisschen anpassen. Und dann hätte ich gesagt, heben wir uns die Annäherung dann. Also ich bringe sie zu einem Rendezvous heute noch und die Annäherung heben wir uns dann als schönen Opener fürs nächste Mal auf. Können wir dann ganz gediegen an die Raumstation festmachen mit unserem ganzen Treibstoff. Das Weltraum von diesem Antrieb ist auch eine Beleidigung, ne? Jetzt, wo er so viel Gewicht hat. Gott, oh Gott, hier passiert ja gar nichts. Ich habe, glaube ich, tatsächlich von der Vierer nur noch das Grundregelwerk hier stehen. Ah, und ein Abenteuerband noch. Ja. Ein Abenteuerband noch. Und bei der 5er habe ich nur ganz wenig. Ich habe das Grundregelwerk und ein, zwei, ja, ich sag mal so Dinge, die man regelmäßig mal braucht. Seattle-Regelbuch, Hamburg-Regelbuch. Die habe ich physisch da. Die anderen Sachen habe ich mir mittlerweile alle als PDFs immer gekauft. Das finde ich ganz praktisch und habe die dann halt in der Dropbox liegen, falls ich mal was nachschlagen muss. Das war auch ein ganz, ganz guter Weg. Aber ich finde, für so Sachen, in denen man regelmäßig schnell mal was nachschlägt, ist halt doch ein Buch immer noch schöner. Vor allen Dingen, wenn man das mal so dann da mit hat. Und man muss nicht dran denken, gerade wenn man mal abends noch länger unterwegs ist, dass man den Akku auflädt vom verdammten Handy. Du träumst da nachts von, Crazy? Wovon träumst du denn nachts? Du möchtest doch wohl nicht sagen, du träumst nachts von diesem Buch. Ich habe das nicht vorbereitet. Das liegt hier tatsächlich rum, weil ich auch was nachgeschlagen hatte. Horrorszenario. Oh doch, ich bin schon ganz lange Rollenspieler. Ich weiß gar nicht, was ich damit angefangen habe. Ich glaube, das erste Mal Pen and Paper gespielt. Ich weiß nicht, ob schon 2000 auf der Uhr stand. Könnte auch noch 99 gewesen sein. Und seitdem eigentlich auch nie wirklich aufgehört. Also immer mal wieder auch längere Pausen gehabt und mal eher so ein bisschen Tabletop gespielt. Auch mal ein bisschen gelabt. Da hat es mir dann aber eher so in letzter Instanz das Endzeitszenario mehr angetan als das mittelalterliche. Aber ich war auch nie so der Fantasy-Rollenspiel-Spieler. Eher so Shadowrun und solche Geschichten. Sind wir uns sicher? Das sieht so komisch aus. Achso, weil wir einfach unten lang stark sind, ne? Okay. 25 Kilometer. Can we do better? Yes, we can. Can we do better without atmosphere interaction? Maybe. Oh, das ist aber ein ganz schön guter Bremsschub. Da verbrennen wir aber richtig viel von unserem Sprit. Das ist aber. So.
Du warst in keiner guten Gruppe vom Mittelalter. Doch. Hi, Tiring. Na? Ich habe tatsächlich sehr, sehr nette und gute Leute gehabt, mit denen ich auch wirklich einige Jahre lang Mittelalter-Lab auch gemacht habe. Aber es ist halt einfach nicht so mein Thema. Es ist auch, ich habe nicht irgendwie nie DSA gespielt, weil ich DSA irgendwie doof finde oder so. Ich habe auch mal Dungeons and Dragons ausprobiert. Ich habe tatsächlich auch DSA mal ausprobiert. Ich habe auch sogar 2 Jahre lang mal so ein amerikanisches Fantasy-Rollenspielsystem, kennt wahrscheinlich kein Schwein, Palladium heißt es, gespielt. Aber es ist halt einfach nicht mein Thema. Ich bin eher so ein Cyberpunk-Weltraum-Zukunftsgeil. Wie man hier sehen kann. Es ist einfach nicht so mein Themengebiet, wo ich jetzt sage, oh, darin könnte ich mich jetzt 10 Jahre lang drin verlieren. Ehrlich gesagt nicht. Ich bin ganz froh, dass es nicht mehr Mittelalter ist. Und Elfen sind doof. Und Zauberer sowieso. Wobei, dann wird es mit Shadowrun auch wieder schwierig. Elfen und Zauberer bin ich bereit zu akzeptieren, solange sie ein Telefon benutzen. Das sollte ich mir auf ein T-Shirt drucken. Das sollte ich mir dringend auf ein T-Shirt drucken. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Encounter noch hinbekommen. Dann haben wir noch 2000 Shrikis übrig, wenn ich zurückfliege. Ja, Star Citizen fehlt mir noch so ein bisschen der Rahmen. Ich finde es wirklich ganz nett. Ich wäre dann, glaube ich, eher so der Industry Guy, aber ich war auch in Eve ein ziemlicher Industry Guy. Kerbal Space Pen and Paper. What? Ich weiß gar nicht, welche Klasse würde ich dann. Ich glaube, ich wäre Pilot. Bei KSP würde ich Charakterklasse Pilot spielen. Mit leichter Nebenskillung in Engineer. Eigentlich bin ich eher ein Engineer mit Nebenskillung im Pilot, oder? Wenn wir alle ehrlich sind. Oder verrückter Bastler würde noch viel besser. Engineer klingt auch viel zu professionell. Eigentlich sind das immer Todesfallen. Ah, 0,0. Vielleicht bin ich doch Pilot. Ich bin Autopilot. Kerbal Space Program, das Rollenspiel. So. Kriege ich hier eine gute Prognose? Ich mache jetzt mal Warp hier. Ich bin gespannt, ob ich eine gute Prognose kriege, wann ich auf der Station einschlage. Ah doch. Estimated Burn 9 Minuten. Oh! 9 Minuten 42, seid ihr völlig wahnsinnig. Wie soll ich das denn bremsen? Das ist ja jetzt schon. In 3 Minuten bin ich da, in 9 Minuten. 9 Minuten dauert mein Burn. Das ist ja ein Witz, oder? Ist das Triebwerk eventuell zu schwach, was ich verwende? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht muss ich irgendwann noch mal einen besseren Tanker bauen, tatsächlich. Das macht mich gerade irgendwie unzufrieden. Irgendwie macht mich das gerade unzufrieden. Ich will nicht so lange brennen jedes Mal. Aber ich will auch nicht mit dem ineffizienten Triebwerk fliegen. Man kann nicht immer alles kriegen, habe ich so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, man kann nicht immer alles kriegen. Hui! Ich unterhalte mich mit dem Violett? Ist das ein Lila in eurer Welt? Ich weiß nicht, wie ich diese Farbe betiteln soll. Mit dem lilanen Zeiger, der hier rotiert. Hui! Hui! Wird langsamer. Ärgerlich. Okay, das heißt, ich bremse jetzt, bis ich hier drüben wieder einen Encounter habe irgendwann. Um dann irgendwie. Das ist auch nicht richtig, richtig klug, was ich mache, ne? So wäre sauberer gewesen. Naja, next time. Magenta, ist es für Magenta nicht zu dunkel?
Das ist zu dunkel für Magenta. Magenta ist eher so Telekom, das ist doch nicht Telekom. Besser als lila? Violett? Was gibt's denn noch? Violett? Können wir mit Violett arbeiten? Ich würde Violett okay finden. Brombeer, sehr schön. Aber ist es okay, einfach random irgendwelche Früchte zu droppen, nur weil die zufällig die gleiche Farbe haben? Violett ist ganz daneben, okay. Ist Brombeer besser? Eher Himbeere. Das ist doch nicht, dass er im Leben ist, das nicht Himbeere. Ich bitte dich, stell mal deinen Farbcode vom Monitor richtig ein. Was für Himbeeren isst du denn? Crazy, wenn Himbeeren diese Farbe haben, isst die bitte nicht mehr. Ich glaube, da stirbt man dann von. Das ist eine Brombeere. Also Brombeere kann ich akzeptieren, aber Himbeere ist einfach das an den Haaren herbeigezogen. Das farbige Nupsi. Das Nupsi, was offensichtlich nicht orange ist, können wir uns darauf einigen? Das nicht orange Nupsi. Ich habe so das Gefühl, wenn ich hier fertig bin, habe ich sehr viel Sprit getankt, den ich beim Bremsmanöver einfach abgegeben habe. Hast du jetzt einen Himbeerfarbton rausgesucht, nur um mir zu sagen, dass ich Unrecht habe? Nee. Außerdem einfach bei Himbeere dann runterzuschreiben, das ist jetzt Marlina, und zu sagen, das wäre eine Himbeere, das macht es nicht besser. Das macht es einfach nicht besser. Scheiße, ich habe mich auf deinem Berufsfeld mit dir angelegt. Das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte, ja, Crazy, du hast bestimmt recht. Ist diese Himbeeren trotzdem nicht, wenn jemand die so angemalt hat. Farben kann sie. So, wollen wir kurz winken, während wir mit hoher Geschwindigkeit dran vorbeischießen. Ein Kilometer, völlig safe. Versucht mal die einzelnen Frames euch anzugucken, ob wir schon einen Tank an der Raumstation haben. Ich bin mir unsicher.